beweisen. So, Ich habe da mal eine du Frage an dich. Denk, Bruder, ganz ehrlich, du bist Mohammed hat echt ganze, Mohammed hat ganze Buch schreiben lassen und hat kein Zeugnis gehabt. Er hat kein Zeugnis von niemand gehabt, dass er Prophet ist. Bruder, er hat Zeugnis gehabt von Khadija. Von Khadija und ihrem Onkel hat er Zeugnis gehabt, dass er Prophet ist. Aber das akzeptiert ihr. Das akzeptiert ihr. Wenn jemand sagt, er ist jemandem in der Höhle begegnet, das akzeptiert ihr als Zeugnis. Hallo. Ein bisschen. Wir brauchen jetzt nicht über eine Person zu sprechen, die mit der Sache nichts zu tun hat. Die Fragestellung ist, woran hat Violeta erkannt, dass sie den Heiligen Geist hat? Wo ist ihr Zeugnis? Mein Zeugnis habe ich erzählt. Aber Ich habe meinen sie, Account. sie war auch in Höhle. Mentor. Oi, du kannst doch nicht Sie war auch in Höhle. Hallo, Mentor, darf ich auch Sie jetzt mal was können sich sagen? selbst sprechen. Genau, lassen Sie mal bitte sprechen. Sie können mit sich selbst sprechen. Du, das hat Lass Sie so mich lange, sprechen. eine richtig fiese, böse Schlange. Das ist so gut, ey. Denk mal, Ja, du ob kannst diese mich noch so Armut oft im Heiligen beleidigen, Geist Leute, das oder bringt so nichts. Das ist Das gibt keine mir doch mein Beleidigung. Zeugnis. Genauso arbeitet Satan. Genauso. Kommt Ja, freundlich um den die scheinst Ecke du zu und stimmt kennen. Den scheinst du dein sehr Gift. gut zu kennen, das glaube ich dir. Dein Gift funktioniert nicht bei Kind Gottes. Ja, Ich bin den ein Kind scheinst du Gottes. sehr gut zu Und kennen. du, Der ist kleiner bestimmt Satan, Dina? Nein, nicht hör jetzt. so oft beleidigen, Du das bringt kannst mir nichts. nicht, Durch dein nein. Zeugnis Du durch den kannst mir Heiligen nicht den Geist. Heiligen Geist Ich absprechen. habe dir Vergiss angeboten, öffne einen es. Zwing, Vergiss komme es. rein, Nein, also ich will nicht. Du gemeinsam kannst mich die Bibel schauen, wer den Heiligen Geist hat. Mentor, bitte. Hallo. Darf ich mal ganz kurz? Ganz kurz. Hallo. Denk Man nach, hört es nicht, denk nach. Peter. Kommst du in Sprechen meinen zwei Stream? Menschen. Kommst du in meinen Stream? Wer spricht gerade? Wir haben gestern gemeinsam bei Sternchen gesprochen und wir wollten das Thema weiter besprechen. Wenn, weißt du was? Wenn, sag mir das Thema. Wenn ich die Zeit finde, komme ich sehr gerne. Da danke ich dir auch für die Einladung. Okay. Wir haben gestern. Die Zeit dir nehmen, weil du bist wir haben. Aber Wir haben gestern darüber gesprochen, dass jemand, der den Geist Gottes hat, daran zu erkennen ist, dass er geistlich wandelt. Sehr Und dass schön. geistliche Sachen in der Bibel, wie zum Beispiel Gleichnisse oder Prophezeiungen, müssen geistlich beurteilt werden. Und dann hast du gesagt, dass deiner Meinung nach das eher für die Muslime gilt, dass sie geistlich sind. Aber ehrlich gesagt sehe ich gerade nicht, dass du geistlich bist. Deswegen würde ich dich gerne einladen, dass wir darüber gemeinsam reden. Lieber Bruder in Adam, ich akzeptiere deine Einladung. Wir müssen nur schauen, ob es zeitlich bei mir dann klappt. Können wir dann auch sehr gerne machen. Ich finde, du hörst dich sehr, sehr höflich an. Also das nehme ich sehr gerne an. Aber dann möchte ich gerne ganz kurz verstehen. Und ich brauche keine Antwort. Wenn man mir keine Antwort geben möchte, akzeptiere ich das. Man schuldet mir ja keine Antwort. Violeta, ganz kurz, bitte. Violeta, ich bin im Redefluss. Violeta, ich bin im Redefluss. Du akzeptierst die Antwort. Violeta, komm runter. Entspann dich. Nimmst du jetzt die Einladung an, Entspann du dich mal, denk, lass mal andere reden, denk, denk mal offiziell, ich habe das Bedürfnis, dass du mit Bruder Hartmann beruhigt euch, kommt runter, bitte alle runterkommen, Violeta. Nur denk doch, Violetta, das, was du antwortest, das ist nicht gut. Violetta, so wie du antwortest, das ist nicht richtig. Lass mal denk reden. Violetta, lass denk reden. Denk, chill ein bisschen, ja? Lass andere. Hey, Mentor, lass mich mal ganz kurz die Frage stellen. Mentor, man hört dich sowieso nicht. Also, Violetta. Hörst nimmst du meine, du nimmst ich du, bitte man auch antworten, nicht. Ja, denk nach. Ja, dann lass Violetta, mich genau, schulde mir an, Violetta, nimmst du jetzt meine Idee an oder nicht? Ja oder nein? Denk nach offiziell, ich hab das, ich hab, ich bitte. Ich rede doch mit Violeta, Mentor, entspann dich ja, doch mal ganz bitte, kurz. Dass du dich mit Bruder Harut unterhaltest, lass die Violeta zur Seite gehen. Das werde ich machen, Was das bist werde du ich denn machen, Mann? Wobei. Hallo, Nein, hallo, hallo. Lieber Harut. Ich tausche mich mit schau mal, Nein, mit ich jedem. Möchte, dass du bist in mein Stream reingekommen, ich hab bitte, bitte dich, dass du dich mit Bruder Harut nicht unterhaltest, ist es so schwer? Bruder Harut ist mir ein sehr lieber Gesprächspartner. Ja, lass mich jetzt zu Ende sprechen. Wie gesagt, ja, ich bitte hallo. Nicht, dass du dich mit Mentor, du möchtest, dass ich rede, fällst mir ins Wort. So funktioniert das nicht. Also, erstmal ein wunderschönes Hallo. Mentor. 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 Hey.
Mentor, stopp den Journalisten jetzt mal bitte einmal runter. Der lässt niemanden zu Wort kommen. Und mal dich. Ich gehe sonst raus, wenn ich hier nicht rede. Er glaubt, er kann hier reden 50 Minuten. Kann ich jetzt hier meinen Satz hören? Er glaubt, er kann hier reden 50 Minuten. Und wenn wir antworten, passt nee, ihr fallt euch alle ins Wort. Mentor! Mentor! Mentor, nimm ihn runter. Mentor, das ist ein Dialog. Mentor, du bist ein schlechter Moderator. Zu sprechen oder nicht? Ja, ich sagte schon dreimal ja, aber du unterbrichst mich ja. Du unterbrichst mich doch. Ich sagte schon dreimal ja. Ich habe auch ihn gerade begrüßen wollen. Bitte sprich mit ihm. Mentor, die Situation verändert. Boah, schlimm, ja. Also. Schlimm, Alter, wirklich schlimm. Guten Tag, Mentor. Hallo, ich habe ihn jetzt runtergeschmissen, weil er hier nur Unruhe stiftet. Wir können hier keinen vernünftigen Dialog führen. Hast du ihn runtergeschmissen? Ja, ich habe ihn runtergeschmissen. Aha, okay, Dankeschön. Ja, weil ich stelle mir eine Frage, ich komme gar nicht zum Antworten und während ich versuche, ihm das zu erklären, fällt er mir ins Wort andauernd und will mir als Mensch, der Jesus Christus ablehnt, keine Beziehung zu Gott hat, null, das geistlich überhaupt nicht versteht, will mir dann absprechen, weil ich keinen Zeugen habe. Ja, das ist sogar doch noch mehr Zeugnis, dass ich Jesus Christus als Herrn und Gott bezeuge, ja, als damals eingeborene Fuma. Und ich war ja völlig allein. Wenn mir jemand etwas ins Ohr geflüstert hätte, ein Mensch, und mich irgendwie belabert hätte, ein Zeuge Jehova oder wer auch immer, das könnte man in Frage stellen. Aber weil ich gerade alleine war und Jesus erlebt habe, ist es doch noch ein viel stärkeres Zeugnis. Wovon redet ihr? Ich habe keine Sorge darüber, weil das ist wirklich der böse Wild, der irgendwas im Herzen. Egal, Schwesterherz, alles okay. Also, nimmt das Mentor, lass ihn bitte nicht mehr hoch. Das ist ein ganz schlimmer Mensch. Der ist schon seit Facebook-Zeiten bekannt. Wie gesagt, Poti-Islam. Das war ganz, ganz furchtbar. Wie kann man behaupten, dass er den Heiligen Geist hat, obwohl er an Allah glaubt? Nein, es geht nicht darum, dass er den Heiligen Geist hat oder nicht beweisen. Er wollte damit dann Violetta bloßstellen, indem er vielleicht Dinge dann rausholt, wo vielleicht Violetta noch nicht das Wissen hat. Ja? Und man kann auch nicht alles wissen. Ich will nur sagen, also ich finde, wir wissen doch selber als Gläubige, dass wir den Heiligen Geist haben in dem Moment, wo wir uns taufen lassen. Ich kenne hier keinen jetzt persönlich von euch. Ich sehe das. Wenn meine Schwester mir sagt und ich sehe, sie ist getauft, dann glaube ich das und ich glaube auch, dass sie den Heiligen Geist hat, weil Gott das sagt, nicht ich als Mensch. Natürlich, die Frucht, wie er wandelt im Geist und im Leben hier als Mensch, kann nur der beurteilen, der mit ihm 1:1 eine Beziehung hat. So ist das. Das ist ganz klar. Ja. Ja, schön. Den Heiligen Geist, Schwester Gab, ich will nur einen Satz sagen. Mir ist nur das auf die Nerven gegangen. Ich will nur einen Satz sagen. Das Bio antwortet ihm, ich hab eine Begegnung mit Gott gehabt. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Aber wenn jemand eine Begegnung in Höhle hat mit Engel, darauf bauen sie ihre ganze Religion auf. Ja. Aber das ist ja noch dazu Albaner, aber hey, das hat mich gewundert. Ja, Memo, wie geht's dir, Bruder? Geht's dir heute gut? Was ist dein Problem? Er ist immer besoffen. Ich sollte noch was sagen, wie man auf so eine Frage vielleicht. Ja, Bruder. Okay. Ja, wenn zum Beispiel jemand ganz normal fragt, ja, wie kann man denn merken, dass, oder wie kannst du denn merken, dass du den Geist Gottes hast? Man könnte sagen, oder ihm die Bibelstelle zeigen, wo drinnen steht, Violette hat das ja schon gut gesagt, die eine Stelle ist richtig, der eigene Geist und der Heilige Geist, und die zweite Stelle ist ein Indiz, da steht, niemand kann den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn nennen, außer im Heiligen Geist. Das kann man ihm auch noch zeigen, und wenn er das liest, dann vielleicht versteht er das, aber es ist dann eine andere Sache. Charakterlich muss man ihn dann auch hinweisen und sagen, hey, mein Lieber, wir haben dir jetzt die Antwort gegeben, dann bedanke dich auch höflich. Sei auch höflich und sag, ja, okay, die Antwort reicht mir. Mentor, das danke, dass du mich hochgeholt hast. Servus, Alimo, hoffentlich Servus. Die Bühne mal runter. Warte. Ich muss ganz kurz was loswerden, weil ich bin gerade unterwegs. Okay, was gibt's denn? Eigentlich nichts. Wie geht's euch? Alles gut? Alles gut, Gott sei Dank. Gelobt sei der Herr Jesus. Gott segne, Alimo. Bist du mit Fahrrad, Alimo, da hin?
Nein, du Jahil, du wegen der Bildschirm. Also, meine ursprüngliche Frage doch viel besser und es war viel angenehmer vorhin, finde ich, ne? Leute. Hast du mich auch verstanden? Baharut, du schuldest mir ein Fahrrad. Wegen dein Fahrrad-Gelaber habe ich kein Fahrrad mehr. Ist kaputt, hat Platten. Krass. Alemoa, ich habe eine Frage. Du warst heute von Joker dabei, wie ich reingekommen bin kurz. Fandest du das in Ordnung, wie sie mit mir umgegangen sind? Ehrlich? Wo war man mal? Ich war heute ganz kurz bei Joker. Ja, ich habe den Namen gesehen. Ich war ja drinnen. Bevor sie den Christen, ich habe über 20 Minuten gewartet in meiner Mittagspause, dass sie mich hochnehmen. Ja, wie der Joker meinen Namen gesehen hat, hat er mich nicht hochgenommen. Davor haben sie einen Christen hochgenommen, der hatte nicht jetzt so viel Ahnung. Und dann hat er mich hochgenommen. Wer war oben bei ihm? Sag mal nochmal den Namen. Ich habe mein Gesicht auch gezeigt, weil ich habe nichts zu fürchten. Also ich habe keine Ahnung. Der hat ja mit einigen geredet, aber da waren schon ein paar, die haben keine Ahnung gehabt. Und mit denen darfst du doch nicht reden. Also mich hast du nicht gesehen, hast mich verpasst. Nein, dich nicht. Warte, also, das in Ordnung, bist du mit also oben meinst du, Mentor oben? Ah? Warst du oben bei ihm? Ja, ich war bei ihm oben, ja. Ah nein, da war ich nicht mehr da. So gegen 12 Uhr. Ah nein, ich war nur ein paar Minuten. Ah, okay. Da hat der mit jemand geredet, aber der hat nicht so viel Wissen gehabt von der Bibel. Ja. Dann habe ich gedacht, dann darfst du doch mit dem nicht reden. Dann musst du ja, aber hast du gesehen, wie sie die Leute bloßstellen wollen? Ja, guck mal, Mentor, ich habe das letzte Mal hier. Bei mir im Live habe ich da war Harut auch dabei, glaube ich. Ich mag das nicht, diese scheiß Gespräche mag ich nicht, ganz ehrlich. Und, beleidigende Sachen mag ich nicht. Ja, ich auch überhaupt nicht. Harut, Bruder, auf einmal, Sie haben gesehen, dann ist Hamdi hochgekommen, Liebe zu Hadis war drinnen, alle gegen mich, Bruder, aber... Nein, wo ich dort war, war nur Tauhid oben, Mentor. Nein, aber nachher ist ja... da war ich nicht mehr da war ich habe ja doch mit Liebe zu Hadis gesprochen. Nein, ich war ganz kurz, ich bin immer wieder rein und raus, weil ich bin unterwegs, weißt du? Okay, kein Schatz. Der hatte mir heute auch zweimal Anfrage gesendet. Und als ich eine Hadith-Frage ich habe extra. Bitte? Ich würde gerne Alimo was sagen. Alimo, glaubst du, Allah kennt sich noch aus bei Sunniten, Schiiten, Koraniten, Hadithe, Daif, Hassan, was gibt's noch? Sahih ibn Kathir oder wie der heißt, macht auch Fehler, obwohl Sahih ist. Ich glaube, du Allah kennt sich noch aus, was der richtige Islam ist. Ich kenne die ganzen Menschen nicht mehr. Ich kenne doch selber nicht mehr die Menschen. Ich bin Koranit. Allah kennt nur Koran und nichts anderes. Allah kennt nur Koran und nichts anderes. Gottes Segen, ich liebe euch alle. Mir bist auch alle mal. Du bist Koranit bis Jahrtausends. Ich liebe dich, Bruder Harut. Ich muss mal bei dir wieder hochkommen. Ich muss mal mit dir ein bisschen debattieren. Das geht nicht mehr so. Alimo, ich liebe dich auch. Bei mir kriegst du bloß mal Ansagen. Okay, danke. Gottes Segen, Shalom, guten Tag. Gottes Segen, Alimo. Alimo, komm zu Jesus, mein Bruder. Komm zu Jesus. Wirklich. Ich denke mal, wie geht das, dass so ein Moslem wie, okay, sorry, wenn ich falsch sage. Menschen haben irgendwo Liebe in sich. Aber ich würde mir wünschen, dass du Jesus annimmst, denn du passt extrem. Halt, ja, du passt dazu. Aber es kann alles anstrengend immer wieder. Einfach nur anstrengend, wie die Menschen mit Worten Gott zu erleben oder mit Worten Gott beschreiben zu müssen. Wie willst du ein unbegrenztes Wesen mit begrenztem Verstand beschreiben oder erklären oder verstehen können? Die Menschen verstehen einfach nicht Gott. Das ist unfassbar, dass sie so daherkommen und anderen wie mir jetzt, dieser junge Mann da, wie eine Schlange kam, der so freundlich und nett. Schlange und will einem Kind Gottes absprechen, was dieser Mensch mit Gott erlebt hat. Das ist unglaublich. Das ist so dreist. Unverschämt. Weißt du, was ich heutzutage, alles, was mir um mich passiert oder wenn jemand mich angreift oder so, es kommt nichts mehr in Herzen rein, weißt du, es geht an mir vorbei. Egal, wer was zu mir sagt. Ja, aber das Ding ist, Bruder Mentor, er hat mich ja gefragt, ich wollte ihm versuchen zu beschreiben, was passiert ist, aber während ich versucht habe zu beschreiben, fällt er mir andauernd ins Wort,
Wie kannst du da mit denen reden? Das ist doch unmöglich. Das funktioniert doch gar nicht. Die sind eingeschulter. Das war deine heutige Prüfung, Chester-View. Genau. Leute, ganz kurz, Leute, ganz kurz, einmal bitte den Deutsch Wult alle mal folgen, bitte, damit er so schnell wie möglich wieder live gehen kann. Den Deutsch Wult, alle, Muslime, nicht Muslimen, alle folgen. Hopp, hopp. Der Bruder soll so schnell wie möglich wieder live gehen können. Danke. Ich kenne ihn gar nicht. Was war denn das ist vorher? Doch der Sheikh. Das ist doch der Sheikh. Ach so, echt? Ja, der Arme, der wurde gesperrt. Okay, der Dr. Sheikh, bitte, Deutsch wollt, alle folgen. Wo ist er? So, bitte, bitte. Ja, vor allem die Muslimen, bitte folgen. Vor allem die Muslimen. Weiß nicht, wie. Wie ist das passiert, dass ihn gesperrt haben hier? Ja, mit Melden, wie sonst? Aber dass er für immer gesperrt wird hier, Wahnsinn. Das war sicher Talimor, war das. Der mit nee, das war am Freitag. Ja? Das war am Freitag, Bruder, als wir bei dem Liebe zum Hadith waren, wo Hamdi auch dabei war, und dann haben die den beim ersten Account und beim zweiten Account gemeldet. Und dann wurden zwei Accounts von ihm leider gesperrt, jetzt hat er ein neues. Ja. Wir müssen aber ganz kurz, Brüder hier, Doda und Harut, Mentor oder wer mag, weil vorhin, ich glaube, Jesus König hat geredet, etwas klarstellen, dass der Heilige Geist nicht erst bei der Taufe empfängt, also dass man den nicht bei der Taufe empfängt, sondern vorher. Ja, und genau. Sich aufgrund des Glaubens taufen lassen will, da du ja Gott bezeugst, als der, der ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Buße tust, von Neuem geboren bist, und aufgrund des Glaubens will man sich taufen lassen. So, vielleicht könnt ihr das nochmal erklären. Amen. So war das bei mir, genau. Ich habe erkannt, dass Jesus Gott ist, ich bin zu Glauben gekommen, dann habe ich mich taufen lassen. Amen, ich auch. Ja, die geistliche Wiedergeburt. Ich wollte mich unbedingt taufen, weil ich erkannt habe, dass Jesus Gott ist. Die geistliche Wiedergeburt kommt erst. Erst kommt der Empfang und die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und dann der nächste Gehorsamsschritt ist dann, dass ein Kind Gottes sich auf jeden Fall taufen lassen will. Ganz genau. Bei einer 180 Grad Kehrtwende. Wer den Glauben versiegelt. Amen. Kann man hier leider War gestern beziehungsweise die Nacht einer von euch dabei, als ich mit JS King und wer war das? Hamdi und mit Ryan fast drei, vier Stunden gesprochen haben. Ja, wir waren drei, vier Stunden, haben wir über tiefe Materien gesprochen, so über Manuskripte und so weiter und so fort. Ja, für mich ist immer wichtig, dass der Zuschauer der sich noch nicht entschieden hat, dann mitbekommt auch, welcher Glaube sozusagen ihn am meisten anzieht. Und wenn der Vater ihn zieht, dann haben wir schon mal, wenn einer sich für den Herrn entscheidet, ist alles dadurch erreicht, finde ich. Auch durch solche Gespräche, weil Gemeinschaft haben wir ja hier auf TikTok mit beiden Seiten, sei es Debatte oder Gespräche, aber wenn einer alleine schon sich mit den Herrn entscheidet, dann freuen sich die Engel und der Herr natürlich. Amen. Das so ist. Mensch, ja. Kann man hier Leute einfach so melden, ohne dass sie was gemacht haben und die werden dann gesperrt? Aber ich möchte bitte noch etwas vorlesen. Jesaja 57. Vers 20, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, das nicht ruhig sein kann, dessen Wasser Schlamm und Kot aufwühlt. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Ja, Wahnsinn. Genau so hören sich auch genau so. Also, ich wollte nur kurz erwähnen, ich war heute auch kurz bei Joker drin.
Sie hat mich kennt mich und wollte mich schon zweimal einladen, ich habe es abgelehnt. Ich habe runter ein bisschen diskutiert mit den Leuten, weil die haben wieder angefangen, das zu behaupten, mit den Kindern töten, Mutter töten. Und ich wollte als Gegenzug sagen, dass auch ein Hadith darüber gibt, dass Mohammed das befehlt. Als ich dann dies beweisen wollte, wurde ich auf mysteriöse Weise gestummt. Und kurz davor aber wurde ich niedergemacht als Tempas-Anbeter, Menschenanbeter und sonstige Anbeterbeleidigungen gegenüber unserem Gott. Nur zu viel zum Thema. Ja, die machen nur das, ich weiß. Die machen nur ich wollte euch nur was sagen, ein Rat vielleicht, ob ihr macht oder nicht. Meistens wegen dem Fleisch versucht man, in dem Moment ist man aufgeregt, will hochgehen. Das Ding ist, ich habe selber gemerkt, wenn man wirklich mit denen in Ruhe und mit Respekt redet, so wie das Gespräch gestern, dann beruhigt sich das ganze Gespräch. Sehr, 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 das beruhigt sich. Aber in solchen Situationen, wo zum Beispiel jetzt zwei drin sind und ein Christ da ist, der keine Ahnung hat, da noch reinzuplatzen, das bringt überhaupt gar nichts. Und die Stelle in der Offenbarung Kapitel 2, wo die Kinder Israels mit dem Tod, wo die Kinder Isabels mit dem Tod geschlagen werden, die sagen ja immer, dass wenn Jesus wiederkommt, wird das passieren. So, und ich glaube, daraus hat er immer noch nichts gelernt, der liebe Zumadis. Ich werde ihm das nochmal erklären, weil diese Stelle ist nicht in der Zukunft, sondern das ist schon passiert. Ja, diese Gemeinde Thyatira gibt es nicht mehr. Und die Kinder Isabels kann es heute vielleicht noch geben, ja. Aber es ist ganz klar in der Offenbarung geschrieben, dass damit die Gemeinde in Thyatira gemeint ist. Und das hat er noch nicht verstanden. Wahnsinn. Ja, verstehen so vieles nicht. Genau. Verstehen so vieles nicht. Zumindest Schwester, ich habe zu denen schon jetzt zweimal dort, einmal bei ihm und einmal auch jetzt gestern im Gespräch, da habe ich auch alle gefragt, Leute, wenn wirklich die Bibel für euch in dem Moment ersichtlich ist, dass es richtig ist und die Christen sind nicht mehr da, die sind entrückt und hier fangen diese 7 Jahre an. Haben die, habe ich gesagt. Würdest du, oder jetzt, ich will jetzt keine Namen nehmen, würdet ihr das Mahlzeichen annehmen, weil ihr wisst, wenn ihr das Mahlzeichen annehmt, seid ihr verloren. Ihr müsst dann euch sozusagen für den Herrn entscheiden und dann als Märtyrer sterben, sagt die Bibel. So. Ja. Und dann hat er gesagt, nein, ich würde das nicht annehmen. Habe ich wenigstens mich gefreut ein wenig, weil er hat ja immer noch dann die Chance. Er muss dann wirklich durch den Märtyrertod gehen und das wünsche ich mir für ihn. Harut, diese Frage habe ich vorhin gestellt hier drin. Bruder Harut, weißt du, was ich mir manchmal denke über Hamdi? Dass er eigentlich weiß, dass Jesus Gott ist. Bevor er stirbt, wird er zu ihm rufen. Das Gefühl habe ich manchmal bei ihm. Hoffentlich. Genau diese Thematik habe ich vorhin hier aufgegriffen, weil das beschäftigt mich auch seit Tagen. Ja, und wo ich mir denke, auch so ein Hamdi, der im Endeffekt sich mit der Schrift schon einigermaßen auskennt, was machen sie dann? Weil sie wissen, dass es geschehen. Also, wenn es geschieht, ja, dann wissen sie, ah, guck mal, die Christen hatten recht. Was machen sie dann? Ja. Ich habe es gerade eben angesprochen, Mento, weißt du noch? Genau, voll. Ja. Ja. Krass. Aber wie ist es eigentlich, die Leute, die ja das Evangelium in seiner klaren Botschaft gehört haben, aber ablehnen und dann die Entrückung stattfindet, haben diese Leute dann auch noch Raum zur Buße? Die müssen dann das Mahlzeichen ablehnen und dann als Märtyrer sterben, sagt die Bibel. Richtig. Okay, also die können dann trotzdem noch gerettet werden, obwohl sie in der Gnadenzeit das Evangelium abgelehnt haben. Schau, wer kommt. Weil ich habe das gestern vorgelesen, in Offenbarung 7 steht das. Da steht drin, dass... Hallo, mein Freund. Hallo, Hamdi. Hallo, hast du... Warte. Ich hab dich heute zerlegt, um und um, herauf. Die Geschichte von der Offenbarung, er spricht von Zukunft und nicht Vergangenheit. Bitte, Harut, verbreite keinen Unsinn. Lies den Vers 25, antworte dir. Bitte, Harut. Ich erwarte von dir Wissen, da bin ich so. Ich bitte aber dich darum. Ich hab ihm das schon mal erklärt. Da geht es um die Gemeinde Thyatira. Ich weiß. In Zukunft. Und weil Isabel ist eine falsche Prophetin und Jesus sagt, ich werde dich in Zukunft werfen und ich werde deine Kinder töten. Und dann später erwähnt ein paar Sachen, da sagt, haltet euch, bis ich zurückkomme.
Also in Zukunft, meine liebe Harut, ich warte, bitte warte, dich, ich lese dir vor. Studiere das, bevor dass du reden. Andi, ich lese dir vor, warte, ich lese dir vor. Da steht, okay. Euch aber sage ich... 1, Kapitel 1. Warte kurz, Bruder, ich lese kurz vor. Dodo, warte kurz. Da steht ganz klar, euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben. Und das bedeutet ganz klar, dass das schon geschehen ist. Weiterlesen. Ich will keine Last auf euch legen, doch was ihr habt, das haltet's fest, bis ich komme. Ja, aber die Thyatira gibt es nicht mehr. Genau, und diese falsche Propheten, angeblich, wie Bart Ehrman sagt, er wird sie auferwecken und wird sie bestrafen, nie so, wenn er zurückkommt. Okay, aber du weißt, Bart Ehrman akzeptieren wir nicht. Nein, ist okay, das ist kein Problem. Wenn du sagst, akzeptiere das, ich akzeptiere auch deine aber Meinung. Aber es ist nicht schlimm, ich habe nicht, schlecht über ihn, sondern ich habe ihm nur das schon mal selber persönlich erklärt, aber er fragt das immer wieder, es ist kein Problem, kann er fragen. Kein Problem, ist alles gut. Alles ja. Gut. Daisy, lass mich in Ruhe, bitte. Verfolge mich nicht. Ich rede mit denen hier in Frieden. Hallo Coca-Cola, wie geht's dir? Bist du noch immer Coca? Bist du nicht mehr Pepsi? Ich bin immer noch deine Pepsi. Du musst jetzt, ich stehe auf Fanta. Du musst Fanta werden. Ja, was ist denn hier los? Violetta, hast du schon ein Label für mich oder nicht? Was habe ich? Hast du eine Label oder nicht? Lass mich ausreden. Du hast gesagt, du drückst ein Label. Was ist das? Ich verstehe dich nicht. Du hast mir gesagt, du drückst eine Label mit Ausdruck von Lass mich ausreden. Label, T-Shirt. Label. Ja, wir sagen hier Label. Hier, wir sagen Label. Ein Shirt. Ach, Label ist T-Shirt. Komm zu mir, Jesus, junger Mann. Komm. Oder zu Jesus? Wo ist der? Wo ist Jesus? Überall, Gottes Geist, Gott ist überall gegenwärtig. Auch mit mir in Toilette. Entschuldigung. Der Fußball ist eine Du musst wissen, was du mit die Worte aussuchen. Aber Hamdi, wie ist das denn mit Allah, wenn du auf Toilette gehst? Weil du musst ja mit links. Allah mit seiner. Richtig, sehr auch? Gut, sehr gute Frage. Allah ist über seinen Thron, aber mit seinen Gedanken überall. Er sieht auch ein kleiner Ameise in dunkler Nacht, in dunkler Aber Hamdi? Eine Frage, wo ist Isa? Ja, Pipsiko. Isa alaihi salam im zweiten Himmel, in Schlafmodus. Wann zurückkommt, er wird euch. Zweiter Himmel, Mutter. Ja, zweiter Himmel. Also wir haben eine Offenbarung. Wir haben eine Hadithe. Kannst du das akzeptieren, kannst du nicht. Das ist eure Sache. Wenn du sagst, akzeptiert, das ist okay. Wenn du sagst, nein, ist okay. Kannst du mir dann aber die Quelle bitte geben? Ja, ich gebe dir inshallah Quelle. Nicht inshallah, nicht diese inshallah. Nicht diese inshallah, wo man dann nichts bekommt, ne? Nein, ich weiß nicht, du kennst mich schon. Alles mit der Quelle belegt. Wer redet denn da? Spaß, Doda hier oben. Hallo, Doda. Aber das ist ernst, also kein Spaß. Meine Tochter ist jetzt 16. Was bitte? Meine Tochter ist jetzt 16. Kann sie schon L17 Führerschein machen, sich anmelden? Meine Tochter 16. ist 16. Kann sie schon L17 Führerschein machen oder? Ja, kann man schon anmelden für L17 oder schon, nicht? Kann man schon. Ehrlich, schon ernst. Fangen, ja. Ich frag dich ernst. Kein Problem, kann man schon fangen mit 17,5. Mit 6,5. Also sie kann sich schon. Ja, aber muss, aber gibt's, okay, mit gibt's 16,5. Gesetze dazu. Danke, Hamdi. Ja, bitte gern. Und machst du L17 ist besser. Aha. Okay. Dann fährst du mit ihr besser. Okay. Danke, Hamdi. Okay, ich wollte euch nicht stören. Hallo, freut mich, dass wir uns sehen nächste Woche. Dann, oh ja, dann bis viel Spaß und. Hamdi, kann ich dir eine Frage stellen, bitte, Bruder? Bitte, wer? Hallo. Der Mentor. Ich spreche, Mentor. Du, was sagst du zu Sure 70, Vers 40? Was steht dort? Zu wen
Dort steht, dass Allah schwört auf den Herrn des Westen und des Südens. Oh, du hast den Wasch erwischt. Du hast den Wasch erwischt. Allah schwört auf den Herr der Osten und der Westen. Wer ist der Herr der Osten? Ist Allah. Allah ist mächtig, er schwört auf sich selber. Moment, du bekommst einen Knockout, dass du nicht aufstehen. So, halt dich fest jetzt gegen deinen Sessel am Boden. Halt dich fest. Allah ist allmächtig, er schwört auf sich selber, weil gibt's keine höhere Macht wie ihm. Verstehst du? Dein Schwert auf sich. Und du sagst, wer ist diese... Bitte warte. Lass mich ausreden. Okay. Allah ist. Violette lachen. Also, Allah ist allmächtig. Verstehst du? Er schwört auf sich selber und schwört auch an seine Schöpfung. Warum? Weil gibt's nicht über ihm. Halt dich fest. Bist du jetzt sitze, liebe. In deiner Bibel steht, weil Gott findet keine Größe als ihm, ich werde auf sie selber in Hebräerbrief. Schönen Abend. Ich habe dir gesagt, nicht mit Hamdi spielen. Ganz gut, aber Deine Bibel. Ja, Leute, das stimmt. Also in der Bibel steht natürlich auch, dass der Herr bei sich selbst geschworen hat. Das stimmt. Ja, aber Bruder, dort steht, er schwört auf den Herrn, nicht auf sich selber, Mann. Auf diese Sure steht, nein, ich schwöre auf den Herrn von Osten und Süden. Er schwört auf den Herrn, nicht auf sich selber, Bruder. Da steht, nein, ich schwöre beim Herrn der Osten und der Westen. Aber die Auslegung ist halt, dass er auf sich selbst geschworen hat. Ah, okay. Passt. Ja. Aber trotzdem. Ich bin runtergefallen, Bruder. Guck mal, der Botschafter, grüß dich, Gottes Segen. Spiel nicht mit Andi, Mentor. Nein, ich spiele, macht den Knockout. Er erwischt mich eines Tages. Hamdi ist gefährlich, sage ich dir. Ja, oh, stimmt, der ist auch in Österreich. Der Hamdi kommt ja auch aus Österreich. Ja, stimmt. Ich weiß. Ich bin aus Schweiz. du bist aus Wien. Du bist noch ein Kaffee-Mentor. Ich bin aus der Schweiz, ich bin nicht aus Österreich. Wer sagt Schweizer Käse? Ich bin aus Schweiz. der Hamdi weiß Bescheid. Hamdi ist ja noch hier drin. Hamdi, du weißt Bescheid. Der Einzige, der das geschafft hat, bin ich bei dir. Weißt du noch, Hamdi, wo ich zu dir gesagt habe, wo ist Yajuj und Majuj? Und am Ende hast du gesagt, ich bin jetzt müde. Wir buchen einen Helikopter und suchen einen Yajuj und Majuj. Das weiß keiner, wo sie sind, Bro. Ich möchte hochkommen. Soll ich ihn hochlassen, Tauhid? Es wurde kein bestimmter Ort genannt, wo die sind. Halt ein genauer Ort. Guck mal, er schreibt ja auch, wir haben gelacht. Das stimmt, wir haben gelacht. Er hat zu mir gesagt, dass wir einen Helikopter buchen sollen. Ich warte immer noch auf den. Hamdi, komm doch hoch, Bruder. Hamdi, Allah, Hamdi. Und die Katze mit den Laseraugen. Hallo. Bruder Hamdi. Tauhid will hoch. Soll ich ihn hochlassen oder ich bin auf der Straße? Muss das sein, Mentor? Na, dann lass ihn nicht hoch. Wer ist diese Tauhid? Lass ihn hoch oder willst du noch einen Kost? Oh, Hamdi ist am Kochen. Guten Appetit, Hamdi. Guten Appetit. Okay, Hamdi, guten Appetit. Hallo. Hamdi. Aber Hamdi, bitte, ich habe eine Frage, Hamdi. Wenn ihr Engel links und rechts grüßt. Ist das nicht Schirk oder? Nein, ist es nicht. Wirklich nicht? Nein, hundertprozentig. Wir beten sie ja nicht an, das ist ein Gruß. Aber Bruder, seit wann ist ein Gruß ein Gebet? Ein Dialog zwischen Gott und uns, weißt du, das ist ja ein Gespräch. Ja, wenn du links und rechts grüßt, ist ja der Dialog beendet. Aber warte, du tust dich schon huldigen, also Ehre geben. Das ist für mich schon Anbeten. Wenn ich zu dir sage, Assalamu alaikum, huldige ich dich, gebe ich dir Ehre. Warte, du hast mit denen nicht gebetet sozusagen, oder nicht? Nein, du betest sie ja nicht an. Somit schließt du das Gebet ab. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und auf der anderen Seite genauso. Zuerst rechts und dann links. Kein Schirk, okay, passt. Nein, 100% nicht. Wenn ich sie um Hilfe bitten würde oder um Rechtleitung bitten würde, dann wäre es Schirk auf jeden Fall. Hamdi will wieder hoch.
Ja, ich bitte, okay. Bruder, Mentor, ich gehe runter. Das ist so anstrengend. Nu cam că nu am urmăne. Eu las în să vin și chiar urmă. Haide, holi în hof. Ahi, zic. Ne am de, keine Lust, ehrlich. Violeta bleib. Mein Bruder ist da. Mashallah. Oh Gott, Jesus, hilf mir. Schenk mir bitte. Mentor, wieder, machst du wieder einen Knockout? Wenn wir sagen, ist gerecht, deine Frage ist gerecht. Assalamu alaikum, rechts und links, deine Frage ist gerecht. Aber leider mit Hamdi will die wieder Knockout. Wenn Jesus in diesen Raum gegangen, hat zu seiner Jungen gesagt, Assalamu alaikum, bitte denen auch. Oh, amigo, don't play with Hamdi. Ich habe eine Frage. Hamdi macht sich selber diese. Er feiert ja, sich selber kurz und ist weg, Maschallah. Wo bist du? Rein? Hamdi, treffen wir sich einmal, Bruder. Ich komme nach Linz. Tun wir ein bisschen Jodeln zusammen. Hamdi, bleib doch oben. Mentor, komm, treffen wir uns und fahren wir zu ihm zusammen. Bruder, wie soll ich kommen? Ich als Christ, ihr macht es aus mir Korban. Baram Korban macht es aus mir. Nein, wie kommst du auf so einen Blödsinn? Bruder, ich weiß nicht, ich denke so, es ist so. Ja, du denkst, die feiern das Kurban Bayram, ne? Ja, genau. Mach dir keine Sorgen, Bayram war schon. Bruder. Wir denken uns was anderes aus. Ja, das ist das Problem, Bruder, genau. Na, Wallah, kein Mensch würde dir was tun, Wallahi nicht. Guck mal, was der Bruder Sebastian schreibt. Solange was du hier bist, macht dir niemand etwas. Warte, darf ich dir was sagen, Bruder? Weißt du, mit wem ich aufgewachsen bin? Ich will dir nur ein paar Tipps. Weißt du, mit wem ich aufgewachsen bin? Lachen mit Kuban. Ich will nur den Botschafter was sagen, mit wem ich aufgewachsen bin. Egal, mit wem du aufgewachsen bist, du bist bei mir sicher, Bruder. Und deine Leute, ich bin mit Ruslan Mamujew aufgewachsen, mit Ali Katiev. Er ist leider verstorben jetzt im Gefängnis. Also, ich kenne alle deine Brüder. Ja, also, Bruder. Das sind meine Freunde. Also, die würden mich nicht irgendwo bringen, damit irgendwer was tut. Wallahi, sag ich dir, wallahi, ich auch nicht. Ich habe nicht einmal laut Islam recht, dir irgendwas anzutun. Ich muss mich verantworten vor Gott, wenn du mit mir bist und ich irgendwas zulasse, dass dir was Schlechtes passiert. Das von Danke dir, Bruder. Danke dir trotzdem. Ich überlege mal. Mentor. Ich überlege mal. Mentor. Ja. Bruder. Wenn du dich triffst, ich komme mit, ne? Sag mir vorher Bescheid. Ja, ich zieh dich dann her, Bruder. Mentor. Wenn du dich triffst, ich komme mit, ne? Sag mir vorher Bescheid. Ja, Bruder. Harut, bist du auch aus Wien? Ich bin Esso hier. Irgendwer bist du, Mann. Bist du auch aus Wien? Bruder, irgendwer hat Ahnung. Ich bin Chris, der Botschafter. Bruder, wer rauscht das so? Stumm dich mal kurz alle, irgendwas stimmt hier nicht. Herr Botschafter war das, glaube ich. Ja. Mach dich schon mal kurz stumm, Mentor. Bruder, soll ich Tawhid hochlassen? Ja, lass ihn hoch. Der Botschafter, ich bin Chris. Aber ich sehe aus wie Bruder Harut, ich lass mir auch Bart wachsen. Dann kaufen wir uns noch die Mütze, okay, was wir uns ausgemacht haben. Genau. Schreib Bruder Harut Excelle, viel Spaß. Das sind nicht solche Fragen jetzt, Leute. Lasst es doch. Wir sind doch alle so friedlich gerade. Ja, voll. Genießen wir doch dieses Frieden hier gerade. Mentor, was machst du? Bruder, mach immer Shalom zusammen. Meine Dings, wie heißt Shalom, du? Shalom, Bruder Philipp. Wie geht's euch? Übliche Spaziergang von ich will Bezirk nicht nennen, von Bezirk zu Bezirk gehe ich immer zu Fuß nach der Arbeit. So im Kreis. Ich gehe alles zu Fuß, Bruder. Tawhid hat Internetprobleme. Wo? Wo ist Schwester Gabi? Ist die schon runter? Bruder, Toni, 361, wie geht's? Was ist dein Anliegen, Bruder? Bruder, ich wollte Hamdi eigentlich stellen, aber der ist rausgegangen. Wolltest du Toni, haben die was fragen? Ja, ich wollte fragen, ob ich seine kleine Tochter reservieren kann.
Damit ja. Ich rate, wenn sie. Mach mal bitte. Runter. Das will ich da nicht. Gar nicht. Tu den runter. Runter. Kannst du sowas sagen? Wir haben sieben hier nochmal, wie gesagt, und dann kommt sowas. Hast du keine menschliche Würde oder was ist los, Mann? Ja. Warum? Wie kannst du sowas sagen, Mann? Ja. Hörst nicht, sowas wird hier nie wieder geredet, okay? Wenn du willst, sag ihn persönlich, nicht da, okay? Der war vor 3 Tagen war er bei Liebe zum Hadith und hat die ganze Zeit was gesagt und die Muslime dachten, dass er Moslem wäre. Ach du Scheiße, ja, wirklich? Ja, ja. Das war so krass. Er ist kein Moslem, ne? Nee, der. Er hat ausgeschaut wie Muslim. Ist er aus Österreich? Ich weiß nicht, Bruder, aber das war nicht schön, was er gesagt hat. Ja. Man kann dich gar nicht. Mentor. Zur Info. Mentor. Schmeiß solche Hunde gleich runter, die was beleidigen. Ich habe nicht gewusst, was er will, Mann. Ich kenne ihn doch nicht. Trotzdem gibt Modi, damit wir für dich machen. Alles klar, du hast nicht gewusst, aber sowas, man, sowas gehört sie nicht. Modi. Aber ich weiß nicht, wo die sind. Haben wir sofort gemacht, Adu, sofort. Ah, alles klar. So einen Hund brauchst du nicht in deinem Life. Ja, der hat nicht gewusst, Bruder, weißt du? Er ist hochgekommen, hat gleich Blödsinn geredet, die haben ihn eh gleich wieder runter. Ja, alles gut. Liebe Muslime. Egal, auch wenn Muslim so raufkommt und irgendwas hat, schmeiß sofort weg. Ja. Bitte Leute, lasst uns immer miteinander wirklich mit Respekt gehen, denn es geht um unser ewiges Leben. Richtig. Ihr könnt von uns lernen, wir können von euch lernen, ja? Nehmt ein paar Sachen an von uns, öffnet eure Herzen, denn wir haben auch unsere Herzen geöffnet für Gott, ja? Macht das auch und lasst uns wirklich schön miteinander reden, ohne Beschimpfungen, bitte. Harut. Ja, bitte. Du hast vorhin gemeint, du bist Christ, aber ich habe dich gefragt, ob du aus Österreich bist. Ach so, das habe ich nicht verstanden. Nein, ich bin nicht aus Österreich. Ach so, bist du nicht, okay. Aus Deutschland. Okay. Harut. Ich würde trotzdem kommen. Wenn der Mentor sich trifft, komme ich. Ja, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich bin auch für dich da, wann du bist. Halt in Liebe, wir kommen in Liebe, Mann. Wir könnten zusammen zu Hamdi fahren. Ich nehme die Kosten auf mich. Mentor hat's kürzer. Nein, wieso? Vielleicht, Bruder Harald, kommt mich mal besuchen. Es ist ein bisschen was ausgemacht. Vielleicht kommt er mal uns besuchen. Ehrlich, wir könnten zusammen sitzen, essen. Schau, ich lade euch alle auf ein Essen ein im 11. Bezirk Ebu Hanife Moschee. Okay. Seid alle willkommen. Was du willst. Bruder, ich komme jetzt gleich. Was du willst, Mentor. Hey, jetzt bin ich in der Arbeit. Man sollte. Gib doch mal einen neutralen Ort. Warte mal, Leute. Man sollte wirklich mal so Christen und Muslime treffen machen. Wirklich. Irgendwo in Mitte treffen. Also ganz TikTok. Massendebatte. Warum nicht? Aber na, was wirklich? Machen wir da, wenn wir uns treffen? Reden wir über 100 gegen 100 gegen 100 debattieren. Also ich bin schon mal mein Erste-Hilfe-Kasten mit, ne? Die erste Debatte ist Mentor gegen Abu Martin. Ja, okay, passt. Gegen ihn kann ich vielleicht schützen, aber gegen Hamdi sicher nicht. Hamdi ist oldschool, also Bruder. Ich komme nicht mit. Macht, was ihr wollt. Ich sage nein, danke. Schade. Na, nichts für ungut. So. Ich meine, so Männer treffen sich und reden. Ja, okay, Männer. Als wäre wir ausgerechnet. So, Leute, liebe Frauen, liebe Männer, ich muss mich leider verabschieden. Muss wieder in die Arbeit. Alles gut. Alles gut, Ado, Bruder. Gott segne dich. Tschüss. Alles Gute. Macht weiter so. Gottes Segen. Alles Gute. Tschüss. Führt euch. Vierte. Wir haben uns das. Bei uns gibt es ein Sprichwort. Ich würde das nicht sagen. Ach, Mama.
Oder holen wir Alimo wieder hoch. Alimo. Alimo, ja. Alimo will. Alimo ist ein netter Mann. Junger Mann. Ja, junger Mann. Alimo ist Koranit des Jahres auf TikTok. Koranit? Koranit. Ja? Aber ja, ehrlich jetzt. Wirklich? Koranit des Jahres. Ja, lass ihn unten, Bruder. Lass ihn unten. Er will nicht. Hol ich dir mal alles hoch, Mann. Warum? Er ist eh nicht. Wer? Ja, Alimo. Hitler war auch wahrscheinlich nett zu seinen Freunden, weißt du, was ich meine? Ja. Ich auch in der Bier von Rot. Ja, aber hier, der Botschafter. Ja, Bruder. Die Einladung nehme ich an, dann können wir tunesisches Essen essen bei Hamdi. Wallah, sehr gerne sogar. Wir können von Wien, wenn du in Wien ankommst, ich hol dich ab, ich füttere dich, ich gebe dir was zum Trinken und dann fahren wir, Bruder. Bruder, Alter. Fahrtkosten nehme ich auf mich, Auto habe ich, kein Problem, Alter. Mann. Wir müssen sich auch nicht Benzingeld teilen, oder? Ach so, aber Fahrkarte. Wenn wir ihn einladen, müssen wir Fahrkarte für ihn zahlen. Ja, kein Problem. Wenn er mit Zug kommt. Ja, wallah, ich stehe zu. Ich weiß nicht, ob das mal stattfinden wird, keine Ahnung. Ja, es hängt von dir ab. Du hast ja irgendwelche Vorurteile, dass man dich irgendwo, keine Ahnung. Ich habe keine Vorurteile, Bruder. Irgendwo aber, in Seiten. Aber ich habe eine Frage, bitte, aber ihr nimmst nicht den Koran wortwörtlich oder ohne Spaß, Bruder. Sonst würde ich nicht. Also, weißt du, nicht den Koran wortwörtlich nehmen. Ihr seid keine Mohammeden, oder? Mohammeden? Wer sind Mohammeden? Wahhabiter meinte er wahrscheinlich. Wahhabiter meinte er. Wir folgen der Salaf. Okay. Wahhabiter ist ein erfundenes Wort. Okay, weil es gibt ein paar, Bruder. Das ist schon arg, wirklich. Ich glaube nicht. Ich habe noch nie einen gesehen, der sich Wahhabiter nennt. Oh ja, Bruder. Und ich bin seit meiner Geburt im Islam, also von daher. Man nennt sie Wahhabiya, aber die von sich selber auch sagen nicht, wir sind Wahhabiya. Oh, Angelo. Angelo, Bruder. Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, der Frieden. Shalom, Gott ist Frieden. Amen. Gott ist Ding, Angelo. Shalom, Jesus, Harut, ich liebe dich. Opa. Ich dich auch, Bruder. Ah, Anwar ist auch da, Anwar. Anwar, Gott segne dich, Anwar. Ja. Thema, Geschwister, erzähl mal. Wie meinst du, wortwörtlich? Wir haben gerade ein bisschen Liebe verspürt hier. Bruder, ich weiß nicht, weißt du, es stehen ein paar Passagen im Koran gegen Christen und Juden. Und welche zum Beispiel? Bruder, jetzt wollen wir nicht auf Detail gehen. Du weißt, kein Problem, alles in Friede, Freude. Sag mal, meinst du, und tötet sie, wo auch immer sie findet, und vertreibt sie von dort, von wo sie euch vertrieben haben? Ja, eine davon, genau. Ja, und weißt du, in welcher Situation das herabgesandt wurde? Ja, ich. Ja. Hamdi hat dir eh sicher schon einiges erklärt, und Harut kann dir das genauso erklären. Ja, okay. Pass, lass mal uns. Wenn sie aufhören, dann übertretet nicht, sagt der Allah. Ja. Man sagt nicht, ihr sollt die verfolgen, obwohl sie nichts machen, töten. Sowas gibt es nicht im Koran. Sag mir wo. Und kämpft gegen sie, bis es keine Verfolgung mehr gibt. Und bis ja, die Religion gänzlich genau. Allahs ist. Wenn sie jedoch aufhören, so sieht Allah wohl, was sie tun. Genau. Sura 8,39. Bis es keine Verfolgung mehr gibt. Das bedeutet, wenn du verfolgt wirst. Ja, aber auch gänzlich die Religion Allahs ist. Das bedeutet, in Umkehrschluss, dass nur noch Allahs herrscht. Ja, wenn du Jizya zahlst, kannst du gerne deine Religion ausleben. Und wo ist da die Gerechtigkeit? Aber wo ist, ganz kurz, und wo ist da die Gerechtigkeit zwischen uns beide? Ich muss als Kuffar die Jizya bezahlen. Wo ist da die Gerechtigkeit zwischen mir und dir? Ich habe eine Gerechtigkeit, du kannst deine Religion ausleben. Das ist nicht gerecht. Ich habe eine Idee. Ja, du? Du bist ja total freundlich. Du hast gesagt, du würdest, wenn ich komme, Taxi und alles und so alles auf dich. Wenn Österreich muslimisch würden wäre,
dann komme ich einfach zu dir, dann würdest du für mich auch die Jizya bezahlen? Ich habe nicht so viel Kein Geld. Kein Problem, bezahle ich für dich. Aber ich habe mal eine Frage. Wenn ich die Jizya nicht zahlen möchte, was dann? So gut kenne ich mich mit der Scharia nicht aus, das musst du dir, das musst du Hamdi fragen. Was ein, was, wie schade aber auch. Ja, schade, wirklich. Ich bin noch am Lernen, ich bin noch am Lernen. Ich kann nicht, ich bin nicht so gut wie Hamdi auf jeden Fall. Nicht mal ansatzweise. Aber bald, inshallah, so Gott will. Ja, aber es muss doch irgendwas noch geben, wenn ich doch die Jizya nicht zahlen möchte. Ich möchte nicht den Islam annehmen. Was bleibt denn noch als dritte Option übrig? Als dritte Option den Islam anzunehmen wahrscheinlich. Nein, ich sagte doch, ich möchte weder den Islam annehmen, weder möchte ich die Jizya zahlen. Was bleibt dir noch übrig? Ja, das entscheidet wahrscheinlich. Was bleibt dir übrig? Das ist nicht meine Entscheidung oder von irgendeinem normalen Bürger. Das, es gibt Scharia. Das ist die Scharia-Entscheidung. Was sagt denn die Scharia dazu? Du weißt ganz genau, was die Scharia dazu sagt. Jetzt warum ist das aus meinem Munde her, ne? Ja, ich weiß auch schon, was er auch gegen den Muslim sagt, von daher. Ja. Ja, ja, ja. Also mein Kopf ist safe. Oh, Leotrim. Leotrim. Hast du wahrscheinlich Dall. Genug Schmuck stecken? Mental? Ja, bitte. Ja, mir. Mir von dem DWT? Tabone, ja, wirft er. Gut, John. Nix, mir geht's sehr gut, danke. Ja, I'm so sleeping, na, Joa. Jo, bis, sag am du, Kone, Funk. Oh, Kuje, Abur. Sag am du, dich, mein Sohn, Abur. Gut, Aroka. Wenn gar nicht so ein Russe, ich hab so eine Pest, Joa, Tier. Koko. Kabaya Koko. Gold, normal, normal. Moment. Kokoloko. Leotrim, warte kurz. Leotrim, warte kurz. Leotrim. Du hast ja, doch. Bitte. Du hast Ach doch so, beim letzten Mal genau gemerkt, dass der Vidaloka Amen Bruder zu mir Was gesagt hat. Was ist los, hat. Alter? Warum? Wieso? Warum stoppt ihr die ganze Zeit? Leotrim, hörst du mich? Jetzt höre ich dich, ja. Ja. Du weißt doch tief in deinem Herzen, dass als ich die Trinität erklärt habe, der Vidaloka dann zu mir Amen, Bruder, gesagt hat. Wieso hast du das Video so dargestellt, als würde er das dem Moslem zustimmen? Was? Bruder Harut. Bitte hör auf. Leotrim, bitte hör auf. Ich habe Respekt. Ich habe Respekt vor dir, dass du deinem Bruder hilfst. Ich finde das gut. Das ist kein Problem, alles gut. Ich habe Respekt davor. Weil ich finde das gut, wenn man einem Bruder hilft. Ist auch alles gut. Ist das da? Koko, ja. Loko. Ich gehe essen, Leute. Ja. Ich wünsche noch Gottes. Guten Appetit, Bruder. Kennst du, wie heißt Koko der? Loko. Kennst du Abu Omar Al-Kurdi? Ja, ja. Hol ihn hoch. Ich habe noch zwei Botschafter. Hol Abu Omar hoch. Hol Abu Omar hoch. Ja. Ich habe noch zwei, ich habe noch zwei Fersen. Kokoloris. Ich habe noch zwei Fersen. Kokoloris, ich habe eine Frage. Für mich? Sie heißt Kokaloka. Ja, ja, für dich. Kokaloka. Ich hoffe, ich kann dir darauf antworten, weil... Nein, nur damit du die schon mal gehört hast. Ich habe eine Frage. Wenn ihr nicht zum Kampf aussieht, wird Allah euch mit schweren Strafen belegen und ein anderes Volk an eure Stelle setzen. Genau. Kokoloris, ich habe eine Frage. Wenn das Land hier christlich wird, dürfen wir Muslime noch eine Moschee bauen und so? Warte, das tust du doch heute noch. Du tust es doch heute noch. Das ist ja kokoloristisches Land. Guck mal, ihr kriegt sogar das Azan. Ihr lässt Azan mitten in Deutschland ausrufen. Jetzt zeigt mir bitte ein islamisches Land, wo ich... die Glocken läuten lassen kann. Wir werden die größte Moschee in Europa bauen. Islamische Länder, die Menschen, die zum Christentum konvertieren, müssen in schweigsam ihren Glauben ausleben, ja, weil sie sonst verfolgt werden. Ganz kurz. Wo ist das hier ein christliches Land? Verstehe ich nicht. Das ist doch kein christliches Land. Es ist säkulär, ja. Okay, ja, guten genau, Morgen. Das ist aber ja dennoch. Es ist kein christliches Land, 100% nicht. Wo gibt heutzutage ein christliche Länder? Wo? Wo Italien. Ist nach der Bibel Italien, Polen, auch andere Länder.
Die Aramäer, die sind alle noch christlich, alle. Italien, haben die Polen. Ein eigenes Land? Hm? Und was für eine Gesetzgebung herrscht? Armenien, dort? Dankeschön. Was für eine Gesetzgebung herrscht dort? Armenien, ich komme aus dem Kaukasus, ich kenne gut Armenien. Wir passen uns an die Obrigkeit, ja, des Menschen, mein Lieber. Und das ist ja das Gesetz. Geht das nach ist Demokratie, Gesetz. Das ja. Ist, ja. Naja, Scheindemokratie, aber ist ja genau, eine Demokratie. Ich erkläre das kurz. Herr Botschafter, ich erkläre das kurz. Bei uns in der Bibel, weil Jesus ja gesagt hat, dass mein Reich nicht von dieser Welt ist, gibt es sowas biblisch gesehen nicht, dass ein Staat sich sozusagen christlichen Staat nennt. Das gibt es biblisch nicht. Das Einzige, was es gibt, ist, dass die sozusagen irgendwelche oder teils Christen waren in vielen Ländern, die jetzt, sage ich mal, europäisch sind, dass die dann gesagt haben, ja, okay, wir nehmen das... die Demokratie oder die politischen Werte, die wir machen, entnehmen wir aus der Bibel. Aber diese Obrigkeiten sind jetzt so eingesetzt von Gott und wir sollen uns dem unterordnen. Das heißt, wenn, sage ich mal als Beispiel, Deutschland islamisch wären würde oder ich wäre zum Beispiel in Saudi-Arabien geboren und wäre dort ein Christ geworden, müsste ich mich trotzdem an die Obrigkeit halten, auch wenn es nicht demokratisch oder wenn es jetzt islamisch wäre. Und wenn es gegen die Bibel spricht? Genau. Wenn zum Beispiel jetzt in der Bibel steht, du sollst nicht töten, okay, Deutschland sagt das auch. In der Bibel steht, du sollst nicht stehlen, Deutschland sagt das auch. Ja, aber wenn zum Beispiel Deutschland jetzt morgen sagen würde, du darfst keine Evangelisation mehr machen, keine Bibel mehr verteilen, dann entspricht das, dann widerspricht das der Bibel und ich würde trotzdem Bibel verteilen, egal was mit mir passiert. Amen. Amen. Ganz genau. Assalamu alaikum wa salam al masih ala al kull. Babylon, jetzt ist vorbei. Gottes Segen, Babylon. Gottes Segen, Babylon. Welcome to Germany. Er kann nur Englisch, Harut. Ja, ich weiß, ich kenne ihn schon lange. Ah, danke, Schwester. Habibi Harut, how are you? I'm fine. God bless you, brother. God bless you. Good, good. Any Muslims here? Yeah, too many. Well, that's too many. Only one. I'm the Muslim here. Muslim. Geht irgendwer von euch raus, freiwillig? Ich gehe raus, Bruder. Hol Umar al-Kurdi. Hol al-Kurdi raus. Ich hole. I have a question. Why Ishmael is not prophesized the prophethood? Where in the Quran? Yeah. Moin, seid gegrüßt allerseits. Assalamu alaikum, Bruder. Gottes Segen. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ey, MashaAllah. Gottes Segen. Ich will mal auf zwei Argumente eingehen. Einmal das Islamische und dann das Christliche. As a Muslim. Ich bleibe hier ein paar Minuten, dann gehe ich schon wieder. Keine Ahnung. Einmal zu dem einen, der gesagt hat, ja, dass den zweiten Bücher Mose, also in den 10 Geboten steht, du darfst nicht töten. In Samuel 15, Vers 3 steht, vollstrecke den Bann gegen die Amalektiker Täter, Frau, Kind, Säugling, Baum und Esel. In 4. Bücher Mose 31, Vers 7 steht, töte Frau und Mann. Auch das verdient. Können wir erklären? Musst du mich erklären? Ich weiß, was der Kontext ist. Das ja, okay, ist, warum? Das, ich weiß den Kontext, aber ich erwähne es trotzdem. Soweit es trotzdem widersprüchlich ist, egal in welchem Kontext du erwähnst. Was passiert? Darf ich ausreden? Ja, ich bin Muslim, ein Muslim, Alhamdulillah. Muslim? Okay, aber auch nicht. Mohammed Abba hat es auch befohlen, Kinder und Mütter zu töten, mein Lieber. Abu Amr, Chapter 29, Verse 27, Koran. I don't speak to you. Also, so, die Aussage und dann die Aussage, was passiert, wenn ich keine Jizya zahle. I don't like to. Aber in deiner Bibel steht, dass man halt mal den Knabel Baum Esel töten darf. Nein. Warte, lass doch jemand aus. Soll ich aufmachen? Samuel 15, Vers 3, 4. Bischof Mose 31, Vers 17? Aber du kennst doch schon den Kontext. Ich kenn schon den Kontext, aber das macht's nicht besser.
Ja, aber Abu Omar, guck mal, wenn man Sachen erklärt, genauso wie wenn ich jetzt sage, im Koran steht einmal, dass Allah in 6 Tagen die Erde geschaffen hat und in Sahih Muslim 2789 steht, dass es 7 Tage waren, dann musst du mir das auch erklären. Und dann deine Erklärung nehme ich dann an. Warum kannst du unsere Erklärung nicht akzeptieren? Weil ein Muslim glauben muss, dass die Tora und das Injil verfälscht ist. Ja, okay. Ja, kannst du so drehen und wenden, wie du willst. Da kann ich dir jetzt auch ein Tafsir zeigen, wo Ibn Kassir, Al-Bukhari und Ibn Abbas sagen, dass noch nicht mal ein Buchstabe von Taurat und Injil verfälscht wurde. Was machst du dann? Du bist so ein Lügner. Ich kann es dir zeigen. Du bist ein Lügner. Du nimmst Daif und Hassan Hadith. Ist nicht, es ist ein Tafsir. Okay. Es ist ein Tafsir. Ein Tafsir ist nicht zu 100%ig Sahih. Es gibt auch Daif-Aussagen. Ja, was ist denn Ibn Kassir? No, Tafsir, Abu Omar, don't lie. Tafsir, no Hadith, no Tafsir Sahih, authentic or Daif, don't lie. Tafsir ist Tafsir. Liar. Genau. Du bist ein Lügner. Aber Abu Omar, du bist direkt persönlich. Ich werde nicht persönlich. Ich kann nicht mit einem reden, der mir von Umar, Umar, Umar. Ja, aber du sagst direkt Lügner. Du sagst direkt Lügner. Umar, hör mal bitte kurz zu. Schönes Leben noch. Ja, komm mal ab. Abu Omar, you are a liar. Ich bin rausgeschmissen. Er hat das Kind rausgeschmissen. Er bringt Unruhe rein. Wir haben doch gerade die ganze Zeit eine schöne, vernünftige Debatte führen können, vernünftigen Stream, ohne Streit, ohne Lügen, ohne. Also bleiben wir alle sachlich. Guck mal, das Ding ist, er wollte schon von Anfang an direkt beleidigen. Und er sagt direkt Lügner, aber den Vers, den Tafsir, den kann man doch nicht verleugnen. Das ist ja kein Daif. Tafsir. Ja, das ist Tafsir. Vor allem ist es auch immer das Gleiche. Auf Deutsch ist der Koran nicht original, auf Arabisch ist er nur nicht, auf Bosnisch. Also, die suchen sich da immer was raus. Ich verstehe es nicht. Was? Warte mal, schrei kurz mal nicht. Ich rede mit Harut. Der Osman ist ein Liar, like Omar. Ich habe gestern, der Botschafter, ich habe gestern mit Hamdi, Rayan, Ich habe vier Stunden mit dem gesprochen. Keiner hat gesagt, wir haben sogar über ein paar Sachen haben wir gelacht. Yeah. Aber wenn der kommt und direkt sagt, du Lügner, du bist das, das macht gar keinen Spaß, mit dem zu reden. Ja, ist ein bisschen temperamentvoll. Wo ist der? Mentor, give me the camera. Ist er weg? Mentor, give me the camera, please. Okay, I'm weg. Ist er weg, ja? Ja. Ja, ist weg. Okay, aber das ist gerade gucken, seine Liste. Warum bist du abgehauen? Nein, ich wollte ja die Quelle suchen. Okay. Das Hadith, das ist die 1745a, wo da steht ganz klar, dass Mohammed befohlen hat, auch Mütter und Kinder zu töten. 1745a. Das ist ein Muslim. Sahih al-Muslim. Sahih al-Muslim. Es gibt Daif Hadithe, die werden einfach Sahih Muslim reichen, weil das Schia. Ja, bieten, oder? Ja. 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 Nicht auf Sunna.com, mein Lieber. Das ist eure Seite. Von Muslimen zu Muslimen, Botschafter. Hört auf immer mit dieser Ausrede. Darauf beruft ihr euch auch immer. Ihr beruft euch selber auf diese Internetseiten. Aber wenn wir es tun, heißt es direkt, nein, Schwachsinn. Hört auf mit dieser Taktik, bitte. Wenn ihr keine Ahnung habt und von irgendwo Sachen rauspickt, was euch passen, aber wenn es euch nicht passt, erwähnt ihr das nicht mal. Das ist das andere. Man muss einfach nicht. Das passt doch hier gerade nicht in den Kram, aber es passt, dass er sagt, Samuel 15,3. Aber wenn ich dir zeige, dass genau in deiner Religion das Gleiche befohlen wird, sagst du Schwachsinn. Nee, das ist Unterricht, mein Lieber. Wenn ich keine Ahnung habe, habe ich keine Ahnung. Es ist sogar, als ob du ein Wissender wärst, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung, wenn du es nicht weißt. Man darf nicht lügen, man darf nicht Blödsinn reden, wenn man keine Ahnung hat. Sahih al-Muslim, das ist das Buch des Dschihad. 1745a. Das kannst du selber nachlesen.
Mag, oh mein Gott, du, ja. Ich kann dir das nicht jetzt erklären, weil du das sowieso nicht verstehen bist. Du bist nicht in dieser Sache drin. Ich hab's vor meinen Augen. Brauchst du mir nicht zu erklären. Ich kann lesen. Du kannst deine Augen haben. Ich kann auch oben schreiben Bibel und dann kann ich irgendein Blödsinn runterschreiben. Es ist eure Seite. Check das nicht. Das sind eure Quellen. Eure Quellen. Das ist 100.com. Das ist falsche Quelle. Ja, Schwester, das bringt nichts. Also dagegen anzukämpfen bringt nichts. Man kann. Aber Bruder Haru, die sind doch selber auf so einer Punkt kommen. Das ist doch Schwachsinn, was sie gerade reden. Ich habe das den ganzen Sommer durchgemacht. Die gehen später dahin, genauso wie wo er die Stelle genannt hat mit dem 1. Samuel. Wir wissen ja, dass damit die Stelle ist ja nicht für, damals gab es ja keine Christen, ist ja nicht für Christen gemeint. Das wissen wir ja alle. Damit waren die Israeliten gemeint, die sollten ihr Volk beschützen. Ja, Harut, indem sie Kinder töten und Esel. Indem Harut. Sie Kinder und Esel töten, das. Ja, das war Gottes, aber der Botschafter, das war Gottes Befehl. Das muss ich akzeptieren. Ich bin kein Heuchler. Okay, aber das ist ja unser Problem, dass Gott dir nicht befehlen wird, Kinder zu töten. Was kann ein Kind für das, was ein Volk macht, der hat ja nichts mitzuentscheiden. Das ist doch, das ist nicht fair einfach. Ja, aber der Botschafter, damals wollte Gott, dass dieses Volk stirbt. Warte kurz, ich erkläre es dir. Gott wollte, dass diese Völker komplett sterben, weil aus diesen Kindern wären immer wieder erwachsene Leute entstanden, die hätten immer weiter Israel angegriffen. Das war der Grund. Mehr kann ich dir dazu nicht erklären. Dann hätte er sie vernichtet wie Babylon, oder? Und guck mal, du weißt doch die Flut, ne? Die Flut. Ja, oder die Sinnflut. Sind bei der Flut von Allah nicht auch alle Menschen gestorben, also auch Kinder? Außer Noah, alle, ja. Aber er hat Menschen, die Kinder zu töten. Ja, aber trotzdem, er hat die Flut zugelassen und da sind viele Menschen gestorben. Wenn er durch Allahs, zum Beispiel sei es Flut, Erdbeben, Stürme, stirbt, was für ist das ganz anderes, wie wenn ein Mensch durch Befehl angeblich von Gott einen anderen Menschen, ein Säugling, ein Esel zum Beispiel, was kann ein Okay, Esel? Aber der Botschafter, wer hat den Wolken den Befehl gegeben, dass es regnet? Ein Mensch geworden und hätte dieser Esel gegen Israel. Aber Botschafter, wer hat den Wolken den Befehl gegeben, dass es so stark regnet? Allah, oder? Ja, aber das sind also Menschen, die keine Ahnung, Gefühle haben und alles. Eine Wolke ist einfach eine Wolke. Ein Berg ist ein Berg, das ist kein menschliches Wesen. Aber Allah wusste doch, dass durch diesen Regen Kinder sterben, oder nicht? Hallo, ich rede nicht durch Gottes Wille, in den er Wolken befiehlt oder sonst, aber dieser Befehl geht an die Menschen. Menschen haben Gefühle, das kann ihn nach einer Zeit belasten, was auch immer. Wenn du ein Kind tötest, das wird dich dein Leben lang verfolgen, du würdest vielleicht geistig, keine Ahnung, irgendeine Störung kriegen, was auch immer. Genau. Haru, das ist was anderes, als ob du Babys gegen Mauer schlägst. Warte mal kurz. Ich möchte jetzt meinen Punkt damit beenden. In den Hadithen steht auch, dass Ali, zum Beispiel die Sindik und die Polytheisten verbrannt hat. Das darf man nicht. Nur Allah straft mit Feuer. Genau, das ist die Stelle. Ich würde das machen. Das ist bestimmt. Ja, ich sage nur, Ali hat das ja gemacht. Das ist authentischer Hadith. Ich wollte nur kurz was sagen, das ist ganz wichtig, bevor ich das sage. Und zwar, du hast eben gesagt, da steht drin und eure Bücher sind nicht gefälscht. Im Koran, ja, und wir gehen nach dem Koran, steht drin. Tafsir. Hör zu, im Koran. وَيُحَرِّفُونَ كِتَابُهُمْ بَأَيْدِيهُمْ وَيَقُولُوا هَذَا مِنْ عَنْدِ اللَّهِ. Und sie fälschen die Schriften mit ihrer Hand und kommen und sagen, das ist von Gott. Ja, and what that means? They corrupted the book? Yes, that exactly. No. The Quran is clear. وَيُحَرِّفُونَ الْكِتَابَ بِأَفْوَاهِهِمْ. That means from their mouth.
They did not change the book. No. They just changed it with their another, mouth. In another verse, they hayrafuna kitabun bi-aydihim, yani. Bi-aydihim. Kammel, kammel, kammel. Don't cut. يقولوا هذا من عند الله. No, no. Bi-aydihim on where? On a piece of paper. They wrote it on a piece of paper. Yes, yes. All to yes. sell it. All don't was cut. A paper. What it was don't cut. The Quran. It's a don't piece of cut. Paper written on it. Don't cut. They yuharrafuna bi-aydihim. They wrote it on a piece of paper to sell for money. Yes. They sell. They sold the paper for the money. The book did not cut. In Christ. They Anwar, don't cut the verse as you wish. Don't cut. You cut it. You cut it. Bring the verse. You cut the word of the Quran. Allah says. You cut it. And don't him Buddha aufreden. We yaqulu hadha min 'indillah. Yes, they changed it on a piece of paper. You changed my word and you changed the word of Allah in the Quran. Daniel, stop. A'yadu billah, shaitan rahim. They changed. They changed a piece of paper. They changed a piece of paper for money. The book, they did not touch the book. They copied from the book on a piece of paper and they sold it. Yeah. Now let's go to this. Sahih Muslim. Only plan of Sahih Muslim. The Bible is not corrupted. Stop. Auf mich Strom zu schalten. You think whatever. Let's read this. Stumm, bis du den Bruder aussprechst. Das ist ein christlicher Stream und dann hast du zuzuhören. Ganz einfach. Oh. Okay, dann gehe ich jetzt hier raus. Aber. Ja, dann mach ich das. Genau, wie das genau wie hier auch ablaufen. Ganz einfach. Lass den Bruder aussprechen. Stumm dich für 5 Minuten. Solange der Bruder dir vorliest und dir was erklären möchte, hast du bitte deinen Mund zu halten. Babylon. Schwester, bitte, er redet nicht dazwischen. Er redet nicht dazwischen. Babylon, Bruder. You are really your knowledge is really good. Look what I want to show. The same as you. Yeah, in Arabic. Law. Was heißt machen auf Englisch? In Arabic. Qala humma minhum. Anwar, why are you running? You're running like he's Hamdi. Running, where's running. Hamdi? Running Hamdi. Don't bring Hamdi. He's lying from tomorrow, from evening to late night. Hamdi always running, Hamdi. Mentor, always ich habe hab einfach runtergekickt, weil er mich beleidigt hat. Ganz einfach, ich lasse das nicht zu. Ich möchte keiner, niemanden irgendwie beleidigt. Das geht so nicht. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Egal, ist recht, dass der Botschafter das sehen kann. Please. Hey, Bro, my English is not good enough, you know, to understand. Und was ist mit deinem Arabisch? Yeah, you Muslim, you should read Arabic. How come you don't speak Arabic? I'm not Allah Arabic. Says you gotta read Arabic. Kannst du kein Arabisch? Kannst du kein Arabisch? Ich bin am Lernen, habe ich doch gesagt. Ich bin sowas wie ein Student. Also liest es auf Deutsch. Warte, liest es auf Deutsch. One moment, Babylon, nee, sorry. Du liest es auf Deutsch. Also du liest gerade den Koran oder hast du gelesen auf Deutsch, wo ihr immer wieder behauptet, deutsche Übersetzung ist gefälscht. Liebe zum Adif, guck mal, wenn du hier hochkommst, hier sind so viele Leute, trotzdem sind die menschlich und lassen einen aussprechen. Nicht so, wie ihr bei mir gemacht habt, ihr Angsthasen. Ja, die haben mich heute auch gestummt. Mittendrin, wenn ich mein schädlichstes Argument bin, kriegt dem Stummen. Sobald ich sage, Sternchen versucht, die Menschen hier einzulullen und das Wort zu verdrehen, werde ich direkt gestummt. Aber das sind die Leute beleidigt, das geht gar nicht. Das kann er mit seinem Sternchen machen, aber nicht mit mir. Wie, okay, jetzt Babylon, sorry Leute. Babylon, sorry, you can speak. Schnell kicken, ja, bevor die Argumente kommen. Ask the Muslim, what's his name? Here, the Muslim. Mentor, you're muted, Mentor. We cannot hear you. Oh, Muslim run. Muslim run, another Muslim. Can you make this the English? Liebe zu in the Google Translator, okay. In the Google Translator, okay. Of German, please. Yeah. For the okay. Muslim. So, question to the Muslims: why they always say I, that bro, Prophet? I never run.
Come. Another one? Okay, let's talk then. Let's talk. Someone called me. Okay, let's talk. Then, why Muhammad or Muslims say Muhammad comes from Ishmael prophethood? So, Muhammad comes from Ishmael, right? Yeah. Ask them. Muslims come from Ishmael, yeah. Oh, okay. So, Muhammad prophethood comes from Ishmael prophethood, right? Quran chapter 29:27. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ. Only Isaac and Jacob. Let's go to English. And we gave to him Isaac and Jacob, not Ishmael. Where is Ishmael? Prophethood, only Ishmael or only Isaac and Jacob, prophethood. Where they stand that only there, only them? Show me Ishmael. Show me. There is only Isaac and Jacob, no Ishmael. Show me the kindergarten. Boom, boom. Come on, Muslim. Here, the German. I don't know who wants to read it in German. Quran 20, chapter 29, verse 27. No Ishmael, Isaac and Jacob only, prophethood. So you want to say Muhammad is no prophet or what? Muhammad is a fake prophet, yes, amen. Subhanallah. Amen. And Jesus is a fake God, what now? Amen. No. Wait. Show me Jesus. Just one word. What in the Quran? Quran. Where Jesus said he is God in the Bible? Show me. Quran chapter 9, verse 31. I'm teaching you Quran. Cut your fingernails. That's unhealthy, you know, not hygienic. No, that's in Islam. We don't believe stupid Islam. Yeah, you chapter can't. Nine, that's why. Chapter 9, verse 31. You are chapter just 9. Dirty, that's all. Listen, I'm a mechanic. I do mechanic. Yeah, I need my nails. Mechanic with these fingernails. Yeah. Okay, let's talk about Quran. Don't worry about my fingernails. I'm not sticking in your butt. I can't talk to you. Don't even let talk me, bro. Chapter 9, verse 31. Quran, chapter 9. Stop talking. Ja. Bruder, ich gehe mal. Der ist so ignorant, der lässt nicht mal aus. Mentor. Komisch, der Ignorant sind immer nur die anderen. Ich kann nur mit normalen Menschen reden und der ist nicht normal. Botschafter, bin ich ein normaler Mensch für dich? Aber mit dem Typen komme ich nicht klar. Hamdi is coming. Hamdi is back. MashaAllah. Bin ich ein normaler Mensch? Hamdi, ja, Kazeb. Limaza takzeb al Quran? ألم يقل الله عن الله فين تسمعني يا نبي يا كذاب سورة مريم ناي كيف سورة مريم في فيزيك كيف ما قرأتيش I will destroy you you liar سوف أدفنك وأردمك يا كافر سورة مريم في فيزيك سورة مريم 5-5 don't lie سورة مريم 5-5 if you are a man open سورة مريم I know my Quran by heart. Surah Maryam, ya kazzab, ya mal'oon. Surah Maryam. Surah Maryam, 55. Now you liar. You think in Germany, you think in Europe there is no love. We are a lion. Yeah, there is a lion. Surah Maryam, 5-5. Don't speak with me. Sword because you liar. Anta kazzab. هناك عرب وانا حافظ القرآن يا كذاب. سورة مريم 55.
He thinks there is no Arabic here. No, neither of them are lying. You cannot read the Quran. Arabic language. Don't go there. Please. وجعلنا في ذريتي وقت. Wait. Yes. Where is Ishmael Hamdi? Ishmael, Surah Maryam 5-5. Surah Maryam 5-5. Look now, knock out. So if you are a man, Surah Maryam 5-5. Mentor, ich will nicht, dass jemand lügt. Ich mag das nicht. Okay, ich komme mit euch Frieden, alles Spaß. Warum haben die Mariam du hast 5, auch 5. Zeit in deinen Stil gelogen? Dass wir uns ausreden lassen, weil es so laut ist. Mariam 5-5. Warum? Ich rede du hast auch ganze Zeit gelogen. Hey, Justice, keiner redet mit dir. Mach dich mal zu hier, ja? Okay. Was? Der hat auch ganze Zeit gelogen, wo ich in dem hier Stream war. Mariam 5-5. Die zwei reden und du bist leise. Lies das. Mariam 1955, right? Ja. Yes. Warte sowieso, wenn mein Video kommt, bist du sowieso 6 Feet an der Deep Erde. Sorry, Bible, wait. Surah 4, one first 4, one first please 4. No, you said 55. 1955. One first 4, wait. Now you're changing. 4, 5-4, Surah Maryam 5-4. No, 5-4, don't go away. 5-4. 5-4. He made a mistake. Hamdi don't know the Quran. I recite from my mind. Okay, yes, Hamdi doesn't know the Quran. 5-4. Oh, I know Hamdi, my Quran by heart. Hamdi doesn't know by heart. Read. Wazkur fil kitabi. Read. Wazkur fil kitabi Ismaila. Innahu kana sadiqan. وكان رسول النبي your liar. رسول النبي a prophet. A liar. You are a liar. No. Hey, where you going? Because he's a liar. No, I gotta make my point. Mute the Muslim. Hamdi Comedy 2.0. Knockout. Yeah, this is Hamdi Comedy. Knockout. Okay. Mute. Jetzt kommt der nächste. Jetzt kommen hier die ganzen Möchtegern-Möwen hoch. Die Möchtegern-Möwen, die Blamagen hier. Drop. If you don't mute, you drop. Muslim. Zeig mal dein Mute. Ich mach dir Blamage. Mute or drop? Which one? Lappen du. Du bist kein Muslim. Drop or mute? Let me talk. Botschafter. Bro, der Botschafter, he's great guy. He's good guy. Hört auf jetzt damit.
Okay, don't talk. Don't talk. Nein. Warte, lass mich in Ausreden, bitte, Leute. Lass mich doch in Ausreden, was er sagen will. Bitte, ist ja nicht okay. Hamdi said 1954, right? He made a mistake. Okay, he doesn't know his Quran. Coward, Hamdi. So 54. Now, sure, let's read it. Nicht, hey. Sag mal leise. Hey. Coward is don't a talk. Beleidigung. Don't talk. Hey, don't say bad words to Hamdi. We don't like to say bad words. Please. Okay. No. Hamdi, coward. واذكر في الكتاب إسماعيل. Okay, drop him. Shut the fuck up, bro. You are not the boss. You shut the fuck up. You are not the boss here. You need أمك وأم حمدي اليوم. I need أمك وأم حمدي. يلا. اذكر في الكتاب إسماعيل إنه I need عائشة اليوم. إنه كان صادقا الوعد وكان رسول النبي. Here it says. And mention in the book, O Prophet, the story of Ishmael. Okay, Ishmael. He was truly a man, okay, of his word. Cool. And was a messenger and prophet. Okay, he's a prophet. We don't talk about prophet. What are we talking about? Give me a second. Okay. Chapter 29:27. We're talking about prophethood. Not who's a prophet. We're talking about prophethood. And the prophethood comes from Isaac and Jacob only, no Ishmael. Read. And we gave to him, who? Ibrahim, Isaac, and Jacob, and placed who? Allah in his descendants, who? Isaac and Jacob only. Prophethood in scriptures, and we gave him his reward in this world, and indeed he is hereafter among the righteous. Who? Isaac and Jacob, no Ishmael. Ishmael, he's a prophet, yes, in the Quran, yes. But the prophethood comes from Isaac and Jacob. That's it. Hamdi will nicht rein, er war drinnen, aber ist wieder weg, wieder locker. Er war kurz rein und ist wieder weg. Thank you. Ich wollte, dass er drin bleibt. Ich wollte, dass er drin bleibt, dass ich ihn zerlegen kann, weil der letztens ja mich die ganze Zeit gemutet und gekickt hat. Jetzt ist hier neutraler Platz gewesen. Er hätte bleiben können wie ein Mann. Er ist gleich wieder abgehauen. Nur ja, am Rennen dieser Hamdi. Er kommt immer wieder rein und geht wieder weg. Er schaut, was wir da reden. Und richtige Kindergarten. Sowieso wartet, bis ich mein Video, sobald mein Ding, Account 1000 Ding hat, mache ich einen Livestream, wo ich euch komplett zerfetzen werde. Ich habe alles von A bis Z vorbereitet. Wartet ab, was ich mit euch machen werde. Gut, dass du wieder da bist. Ich habe deine Stimme vor mir. Wartet ab, was ich mit euch machen werde in dem Thema Miriam und Maria. Wartet ab. Schwester, ist das ein Bruder aus Amerika? Where are you from, Babylon? He's from Australia, I think. Iraq. Australia? Let me show. God bless. They invite, brother, Babylon. They invite, Babylon. They invite me to a debate, 1 against 8. And then they don't let me talk. They muted me for every second. They don't let me speak out. And then they kicked me out and said, "Ooh, he's afraid. Like little kids. I know, my brother. I know. Now, read this. Read this, please, in German. I don't know how to read it in German. Read. Ich bin immer noch so sauer deswegen. Und wir gaben ihm Isaac und Jakob und gaben seinen Nachkommen Prophetentum und Schrift. Und wir geben ihm... Prophethood, right? Ja, ich bin auch gerade dabei am Lesen. Only through Isaac and Jacob, no Ishmael. Prophetentum. Und wir gaben ihm seinen Lohn in dieser Welt und tatsächlich ist er im Jenseits unter den Gerechten.
ich wollte jetzt gerade noch das Sura 19 lesen, was er da meinte. Isaac, we gave to him Isaac and Jacob and we and place in his descendants Isaac and Jacob only, no Ishmael. Ishmael, he's a prophet, yes, but no guarantee for him prophethood, his lineage. Explain. Translate. So, Philip. Yeah. It translate to them that prophethood was promised to Isaac and Jacob only, no Ishmael. Ishmael, he's a prophet, yes. Yeah, yes. But no prophethood from his lineage. Ah, okay. Du sollst übersetzen, sagt er. Ach so, was soll ich übersetzen? Soll ich das vorlesen? Was er sagt. Oder vorlesen? Ich kann was nicht denn? So Englisch, Bruder. Ich kann wirklich nicht so Englisch. Ach so, he don't, ja, wer kann besser Englisch? I don't so speak English very he good. Don't know to speak okay, English. Let me go one by one. Prophethood, where is it? Prophethood? Jakob, ja. Isaac, Jacob. No Ishmael. Ja, also, ich denke mal, das haben wir alle verstanden. Im Endeffekt, er will nur damit sagen, im Endeffekt, der Segen, ja, so wie bei uns auch, hat er Isaac gegeben und nicht den Ishmael. Und da steht ja sogar im Koran, dass es nicht Ishmael diesen Segen gebührte, ja, sondern, ja, so wie bei uns auch in der Bibel, eben nur Isaac. Hier steht nur beschrieben, dass Ishmael ein Prophet war, okay, wobei für uns auch nicht mal ein Prophet war, laut der Bibel. Yes, und in Sura 29, 27 steht es auch ganz normal so geschrieben. Er ist nicht die Prophezeiung, was Gott damals Abraham geweissagt hat. Richtig. Und dann Quran, Chapter 29, 27. So, yes. Here is Arabic and no Ishmael. So, Muhammad, he's not a prophet from Ishmael. No. Done. Now. Ja, und in der Sura wird ja auch im Endeffekt bestätigt, dass es Isaac und Jakob waren, die Nachkommen. Ja. Now, they say Jesus is not God, right? Ah, jetzt kommt er mit Surah, yes. Quran chapter 9 verse 31. Quran chapter 9 verse 31. واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. باي 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 حمدي رنر. They say in Arabic that Jesus is God? Yes. They have taken, who is they? The Christian and Muslim, Christian and Jewish. They've taken their scholars and monks as Lord, as Lords, gods. Beside Allah. Beside Allah and the Messiah, God. Son of Mary. Here, but they Jesus. Mean Babylon. Yeah. They mean this Messias is not belong together with Allah, but with the scholars and monks. That say they are the Muslim. Wrong. Min. Yes, I don't know Arabic. Min duni. Allah. والمسيح بوم ايوه ايوه يا ده steht der why Allah Allah made a mistake, he put مسيح here instead putting it here. Allah made the mistake. Quran is a mistake book. Allah Akbar. Quran is corrupted. Na, das sind aber richtige Aussagen. Hamdi. Das ist Hamdi. Hat eine eigene Auslegung. Er ist auf einmal Großgelehrter. Oh Mann, jetzt kommt der schon wieder. Nee, aber guck mal, Botschafter, du bist gerade hier unterlegen, denn er spricht Arabisch. Er liest es auf Arabisch.
Weil du kein Arabisch kannst. Du bist ein Student, hast du eben noch gesagt. Ja, ich bin Arabisch. Das ist deine Muttersprache. I challenge you, dear, whatever your name is. Mentor. Ja, Mentor. Ich will gerne zu nahe treten, weil Hamdi kann auch Arabisch. Mentor. Red mal dann einfach, wenn wir unter uns sind und wenn der Verrückte nicht mehr da ist. Oder ja, ja, klar. Aber der Verrückte. Ja, ja. Wenn das Wissen, ja, ja. Wenn das Wissen weg ist. Arabisch sein, ne? Ja, aber er zeigt dir gerade die Quellen der Botschaft. Ja, Sura 9, Vers 31. Botschafter, guck doch mal rein. In deine deutsche Übersetzung, obwohl eigentlich deutsche Übersetzung ist ja gefälscht, ne? Ich würde gern Hamdi hoch haben. Er ist eh da. Warte, ich hol Hamdi hoch. Hamdi, komm bitte hoch, weil du kannst doch Arabisch. Weißt du, was ich meine, Bruder? Der Mann, der kommt hoch und schreit rum wie ein Orang-Utan wieder. Über Sura 9:31. Er soll mal auf eine Frage antworten, die wo ich ihm letztens gestellt habe, anstatt mich zu kicken wie ein Kind. Gleich, sagt er. Kommt gleich, sagt er. He ja, coming. Gleich. Also erklärst du uns gleich zu der 9:31, haben die? Ich bin mal gespannt. In Babylon, can you stay here, please? Aber der haben die came. Der Idiot. Beruhigt dich. Bring Hamdi. Hamdi the runner. Where is Hamdi? He is here. Come, Hamdi, I need Ummak al-yom. Ja, aber Hamdi, das ist anders, wenn du ein Video machst, aber du gerade jetzt wieder mit jemand diskutieren kannst, der auch der Sprache mächtig ist. Weil er behauptet, da steht, dass Islam macht Jesus auch zum Gott. Hamdi, komm zum Herrn Jesus Christus. Und bitte danach mische ich auch eine Erklärung zum Hadith 1745a. Und der ist Sahih. Okay, Gabi, Schwester, wie geht's dir eigentlich? Gesundheit? Mir geht's gut, danke. Alle Ehre den Herren, Schwester. Maybe he come now. I think he is here. Yes, he come. Wait, I must say something, please. Have the bitte, Bruder. Das wird normaler reden miteinander. Mantor, hat gesagt, F meine Mutter und meine Mutter ist gestorben. Ja, Ibn al-Marshuma, warum schiffst du meine Mutter? Warum hast du meine Mutter beschimpft? Sie ist tot. Aber keine Scheiße, letztens hast du meine Mutter beleidigt. Jetzt kommst du mir so an, oder was? Sacker Fammak, ente. Lies Sabit Ummi. Warum hast du meine Mama beschimpft? Sie ist gestorben. Warum hast du meine Mama beschimpft? Warum? Ich kenne diese Sure, ich begrabe dich, du Idiot. Lies, Sabit Ummi. Warum hast du meine Mama beschimpft? Warum hast du meine Mama beschimpft? Lies, Sabit Ummi. Letztes Mal kommt ihr hierher, beleidigt meine Mutter und jetzt kommt ihr hier rum, oder? Bad words. If you were a man, let me speak. Okay, er sagt, du sagst doch kein Arabisch. Arabisch gibt es eine Grammatik, hat keine Wissen. Wenn ich ihn frage, muss er antworten. Was ist der Hamdi? Warte schnell, ich will wissen. Hat er die Mutter von Hamdi beleidigt, ja oder nein? Ja, ich schwöre bei Allah, hat meine Mutter, hat meine Mutter, ich FF deine Mutter, hat gesagt.
Nein, warte schnell. Das will ich wissen. Warte mal, ganz kurz. Hat der nicht letztens meine Mutter beleidigt? Ja, die beleidigt meine Oma. Hat auch meine Mutter beleidigt? Ja, sie beleidigt meine Oma, mein Bruder. Ich weiß, aber ich will nur wissen, ob er wirklich beleidigt hat oder nicht. Jetzt holst du hier rum, oder? Beleidigt letztes Mal meine Mutter, jetzt holst du hier rum, hä? Wieder. What's going on? What's going on? Sag ich, ich kann nicht Englisch, Bruder. Aber sag ich, Bruder, nicht, bitte nicht beleidigen, Bruder. Sag ich einfach nicht beleidigen. Haben die Rentner weg? Und sag, man hat meine Mutter beleidigt. Aber diese Leute beleidigen meine Mutter, meine Familie, mein Kind, alles. Sie stummen, sie sind die schlimmsten Menschen hier drin. Aber jetzt, ich will nicht, dass er wegrennt und sagt, er hat beleidigt. Bitte, Mentor, sag ihm das. Vida, what's going on? Babylon, I have one question. Hamdi say that you said to his mother, you fuck his mother, he said. This is true or? Yes. Why you say this, bro? Don't say this. Because the last time, Vida, that's why you come here? To say that? Yeah, this is early. Okay. Nein, sag ihm, ich will nicht, dass Hamdi wegrennt. Wait, Mentor, wir können Englisch hier. Es geht darum, dass Hamdi wegrennt und dann sagt, er hat meine Mutter beleidigt, obwohl sie immer beleidigen. Vida, you came here to say that? Ja, Bruder. You came here to say that? Was sagt er? No, he comes. Hada, Masihi, zayek, lakin yikul hadak, haisan, kristama, sagt die Wahrheit. Nicht wie du. Er ist hochgekommen. Wieder. Sag mir Englisch, Bruder. Sag mir auf Englisch, damit Babylon versteht, Bruder. Wieder. Do you know what happened last time when Hamdi came? Bitte, Bruder, sag ihn auf Englisch. Mir geht es darum, dass Hamdi rennt weg. Sag ihn auf Babylon, bitte. Es geht darum, dass Hamdi rennt weg. Sie beleidigen meine Mutter. Sie beleidigen meine Mutter, meine ganze Familie, alles. Sie stummen bei ihnen im Stream. Die stummen bei ihnen im Stream. Deine Leute. Nein, hör auf zu beschimpfen, du mich, hör auf, was ist denn los mit dir? Was, du Idiot? Was ist denn los mit dir? Du warst doch letztes Mal übel zu mir. Du hast doch harte Worte gesagt. Ich will nicht meine Mutter beleidigen. Hey Leute, hört auf zu beleidigen jetzt. Bitte, Bruder, sag auf Englisch, Bruder. Bruder Harut, sag bitte auf Englisch. Ich will nicht, Babylon. Ich will nicht, dass er das Hamdi wegrennt und sagt, weil bei ihnen, genau so, weil bei ihnen, sie beleidigen uns. Stummen. Jeder weiß, wie sie sind bei ihnen. Und ich will nicht, dass sie nachher da blablabla machen. Weißt du? Vida. Ja, Bruder. Ja. Vida. Do you know what Hamdi came last time, what he did? Hey, guck mal, Mentor. Ich verstehe kein Englisch, Bruder. Mentor. Ich verstehe. Mentor. Warum ist er jetzt weg? Ja, da unten der Scheib. Scharmut, Marmut zu mir. Guck. Letztes Mal, wo wir bei Harut. Hey, Bruder, aber das ist der Punkt. Hamdi, a second please. Babylon, he told the Virgin Mary with breastfeeding two men. That's why I talk about his mother. My Virgin Mary is my mother. Hamdi did it to me first. Ja, aber schau mal, Bruder, jetzt kommt die Liebe so, niemand beleidigt Hamdi, habt ihr gehört, wir werden neue Freunde. Das ist so, es ist immer gleich, Bruder. Und das ist der Punkt, ich will nicht, dass sie wegrennen und dann so kommen, verstehst du? Locker, warte mal kurz, ein, zwei Wörter, locker. Guck mal, letztes Mal bei, warte mal bitte kurz, ja, da, warte mal bitte kurz. Letztes Mal, wo wir bei, hey, warte mal bitte kurz, lass mich mal ein, zwei Wörter sprechen jetzt. Letztes Mal, wo wir bei Stream bei Harut waren, hat er genauso gesagt, das Ding Jesus Tiere gefickt hätte. Da hat meine Mutter auch beleidigt. Jetzt kommt er hier und sagt, wir heulen rum. Danach tut er mich bei einer Debatte einladen, fällt mir jedes Mal ins Wort, tut mich ganze Zeit stummen, tut mich ganze Zeit kicken. Jetzt tut er ein Video rausbringen von einer Minute, denkt er, ich begraben. Was ist das? Bruder, beruhige dich.
Spiritus. Ich weiß das alles. Warte mal kurz. Jetzt sind in den Kommentaren Leute, die wo Scharmut Marmut sagen, meine Mutter beleidigen. Und zwei meine Accounts habe ich verloren, weil die alle 200 Leute in Kommentare sagen, meldet den. Die heulen die ganze Zeit rum, die sind selber dieselben Dämonen. Ich weiß, Bruder. Genau gleich wie diese Liebe ist. Leute, Brutus. Und diese Leute alle beleidigen bei ihnen Stream, die findet lustig. Leute, bitte beruhigt euch. Leute, warte kurz. Lasst mal bitte aussprechen. Nein, kick den jetzt wieder runter. Nein. Bruder, er macht auf den neutralen Hohen. Leute, seid doch mal bitte ruhig. Ihr seid die ganze Zeit emotional. Seid doch mal bitte kurz ruhig. Bruder, da ist der. Niemand ist emotional. Die ganze Zeit kickt er mich lieber zum Hadi. Da ist er doch. Bruder, beruhig dich doch mal. Neutral. Und dann kickt er mich und blockiert mich die ganze Zeit. Bruder, beruhig dich doch mal jetzt mal ganz kurz. Ich höre die Kacke mich immer noch an, alter Mann. Also, guck mal. Hier wird niemand beleidigt. Ich begrabe euch alle. Warte kurz. Also, das stimmt. Ich gebe jedem recht. Keiner soll niemanden beleidigen. Ja. Und ich entschuldige mich für jeden, der beleidigt hat. Ja. Und er soll sich bei ihm entschuldigen, wenn er es nicht macht. Hamdi ist jetzt weg. Wenn er hochkommt, ich entschuldige mich. Niemand soll sie bei Hamdi entschuldigen. Hamdi beleidigt soll selber. Hamdi ist selber der, wo beleidigt, man. Er beleidigt die ganze Zeit. Ich sehe selber. Weißt du, meine, wie sie beleidigen. Und es ist so, sie kicken, sind respektlos. Aber wieder locker. Nein, warte, Bruder, kurz. Hör zu. Ich bin reingekommen und habe gesagt, niemand soll beleidigen. Aber wieder locker. Jetzt gerade hat er angefangen. Das müssen wir zugeben. Nein, stimmt nicht. Hamdi ist der letzte Mal, wir waren hier. Jeder hat gesehen, bei mir haben wir Debatte gehabt. Warte, lieber Suhadis. Jeder hat gesehen, Hamdi kommt ihm und beleidigt. Bei mir hat er beleidigt, bei anderen Brüdern hat er beleidigt, der wahre Glaube hat er immer beleidigt, Hamdi. Und dann kommt er und sagt, ah, ihr habt mich beleidigt. Die Mutter soll niemand sprechen. Ich sage so, ich bin gegen Familie, irgendetwas zu sagen. Jeder weiß. Aber Hamdi ist der, die beleidigt ständig das Christentum, uns und alles. Und genau alle hier, die jetzt schreien, ah, die haben Hamdi beleidigt, die sind alle, die unsere Mutter, Vater, Kind, die ganze Familie beleidigen. Okay? Und das ist der Punkt. Ich bin kein Heuchler. Genau so sieht's aus. Kann ich reden? Man hört dich nicht gut. Die bringen... Bestimmt alles, was er sagt, unterschreibe ich. Die bringen mich zu einer Debatte und machen so wie ein Hinterhalt. Die ganze Zeit blockieren, stummen, rausschmeißen. Wie kleine Kinder. Ja, man hört dich. Okay, super. Erstmal danke, Harun, dass du so neutral bist. Ja, jetzt macht er hier auch politisch korrekt. Nein, lass ihn mal ausreden. Lass. Mentor, I don't insult people for nothing. Stand up, Babylon. هو سواه بيه حمد القهوة من قهوة من يوت أنيت الأمة يا ليبر سوهاديس هو سواه بيه طلع صورة مريم العذراء بحكي معه بالألماني ما بحكي معك so نعم تسودو الشيخ. Was willst du jetzt? Guck unten in den Kommentaren, schreibt schon einer. Guck, was Miete warte, schreibt. Warte, bitte. Lass ihn sprechen. Bruder, lass ihn reden. Ey, ist das eure Gerechtigkeit? Guck unten, was Miete schreibt. Liebe zum Hadith, erst beleidigst Bruder. Du meine Mutter und machst gleich weiter. Unten in den Kommentaren schreibt Miete. Mann. Bruder, sie beleidigen mich auch, meine Familie, meinen Sohn und alles, Bruder. Soll man mit solchen Leuten noch Toleranz haben oder was? Mentor, hast du ihn gekickt? Nein, ich wollte wissen, was er zu sagen hat, Bruder. Ich habe ihn gekickt. Weil er auch schon aggressiv reinkommt. Es ist Miete nur noch selber. Guck Miete in Kommentare. Lies Miete seine Kommentare. Ich habe ihn nicht gekickt. Bruder, Mentor, man hört dich kaum. Lies unten in die Kommentare, miete seine Guck Kommentare. Mal. Er sagt selber, dass die seine Mutter beleidigen und die machen immer noch weiter. Hört man mich? Hörst du mich? Ja. Kannst du ihn bitte... Beleidigung selber. Mentor, ganz kurz. Hol erstmal bitte keine Muslime mehr hoch. Bitte, ich bitte dich innenständig, weil das verursacht noch mehr Stress gerade. Die andere darunter, Bruder...
bitte beruhigt euch, geht auf Sturm. Bitte 5 Minuten beruhigt euch. Bitte. Alles ist ruhig, alles ist ruhig, Schwester, alles ist ruhig, glaub mir. Hamdi insulted my mother first, so I give it back to him. That's all I'm doing. He started it, not me. Because he say his mother is dead and I don't know what he say. I don't care. You don't insult people's mother. If your mother is dead, you don't insult people's mother. Yeah. Yeah, but I don't like this in my stream, bro. We are Mentor, er hat letztens auch meine Mutter beleidigt. Okay, Bruder. This is Hamdi. You don't like it? It's Hamdi. Hamdi is like this. Take mich den Müttern. Well, we don't need to make the same like he. Wie die Dämonen sind die unterwegs. Man soll Mutter trotzdem nicht beleidigen. Das ist nicht gut. I believe it too. Babylon, please. Ja, ich verstehe. Aber wir müssen nicht zurückschimpfen, Bruder. Lass, sie sollen schimpfen, verzeiht ihnen doch, ist ja wurscht. Ja, was soll man machen? Soll man das tolerieren und dann uns weiter beleidigen lassen, oder was? Ja, dann mit denen gar nicht mehr reden am besten. Ja, das Einfachste, Beste. Warte schnell, ich war letztes Mal bei Liebesucher. Dies und in dem Sinn, er hat mich nicht direkt beleidigt, aber er kickt immer unter und das ist auch eine andere Art von Beleidigung. Oder? Sie denken, das ist nicht so, aber sie denken, wenn sie sagen, wenn sie die runterkicken und sagen, sei jetzt ruhig und so, bla bla, dass das keine Beleidigung wäre. Obwohl das auch eine Art Beleidigung ist. Oder? Natürlich. Das weiß jeder. Vergiss nicht eins, Leute. Jesus wurde auch beleidigt und bespuckt für die Wahrheit. Bruder, bitte, Leute, beruhigt euch. Wir sind nicht Jesus. Ich will was sagen. Beruhigen wir uns jetzt und wie wäre es mal mit dem Psalm lesen oder so? Erstmal runterkommen. Jesus King, darf ich dich runterhauen? Ich meine, runtergeben, damit ein anderer, jetzt möchte ein anderer hochkommen, ganz klar. Ich gehe runter, Mentor. Ich gehe runter. Bis gleich. Mentor, gib mal mir Ding Modi-Rechte. Die ganze Zeit beleidigen die unten meine Mütter, Familie, ganze Zeit. Gib mal Modi-Rechte, dass ich die stummen kann. Shalom und Gottes Segen. Shalom Umbi, Bruder. Guck mal, Gottes Segen, ich sage es noch ein einziges Mal. Guck mal, was hier letztens passiert ist. Das ist die Höhe. Das ist an Ding nicht mehr zu überbieten. Ich bin, guck mal, der kommt rein, beleidigt meine Mutter, tut mich rauszufordern auf eine Debatte. Ich bin noch Manns genug, Bruder. Hör mir zu. Ich bin noch Manns genug. Ich gehe rüber. Ich gehe rüber. Was passiert? Die tun mich die ganze Zeit unterbrechen, die ganze Zeit stummen, die ganze Zeit kicken. In den Kommentaren 200 Leute schreiben, die ganze Zeit meldet ihn. Ich habe 2 Accounts verloren mit 250 Euro drauf. Was ist das? Wie die Dämonen. Schade. Aber Bruder, du musst mal ein bisschen runterkommen. Geh mal bitte 5 Minuten runter, entspann dich. Ich bin total entspannt. Ich bin total entspannt. Ich bin 100% entspannt. Schau mal, ich kann dich auch verstehen. Weißt du, ich kann dich verstehen, weil wenn man halt dann auf Familie Bruder, bitte, du weißt nicht, wie ich bin, wenn ich aufgeregt bin. Ich bin total entspannt. Man merkt es ja, guck mal, man merkt es ja. Geh einfach 5 Minuten runter. Bruder, bitte chill, ich bin entspannt. Wenn ich aufgeregt bin, laufe ich hier durch Wände. Ja, da, Bruder, er ist sehr entspannt. Ich verstehe seine Sorgen. Er ist wirklich oft beschimpft worden und noch dazu hat er 2 Accounte verloren. Er reißt sich eh noch zusammen. Lass mal hin. Bin ich voll und ganz dabei. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber wirklich, wir müssen mal ein bisschen runterkommen. Ja, Bruder, verstehst du doch endlich, ich bin ruhig. Wenn ich aufgeregt bin, dann gehe ich durch Wände. Schau mal, Jungs, warte schnell, ich möchte euch alle eine Sache klar machen. Warte schnell, ich möchte euch eine Sache klar machen. Ich bin kein Heuchler. Diese Leute beleidigen unsere Religion, sie beleidigen unsere Familie, sie beleidigen alles. Ich bin hereingekommen und habe gesagt, nicht Familie, nicht Mutter, nicht so Sachen machen. Aber der Babylon hat gesagt, sie beleidigen auch letztes Mal. Und diese so, haben die beleidigt selber Mutter von anderen Leuten. Er hat nicht das Recht zu sagen, du hast meine Mutter beleidigt, meine Mutter ist auch gestorben. Ja, hast du auch völlig recht. Weißt du, meine, aber sie beleidigt trotzdem meine Mutter und alles Mögliche. Nein, ich sage so, wenn ich gehe zu jedem hin und sage, zeig kein Bild, mach das nicht, zeig nicht alle Bild, mach das und das nicht. Warum? Weil ich das Recht haben will zu sagen, ihr macht das.
Okay, das ist der Punkt. Wir müssen nicht heuchlerisch sein, weil jeder weiß, wie der Joker ist und wie diese Leute alle sind. Jeder weiß, sind wir bitte nicht heuchlerisch? Okay, und beruhigen wir uns. Umbi, du hast letztens nicht gehört, was er über Christus gesagt hat, Umbi. Letztens, Umbi, warte mal kurz, bitte. Umbi, der hat letztens über Christus gesagt, dass Christus Tiere gefickt hat. Ich weiß. Das hat der letztens gesagt. Ich weiß das wirklich. Schau mal. Usses Kind hat Homdi mehrfach gesagt und diese Leute und sie feiert ihn. Und was soll ich jetzt sagen? Oh nein, ich sage nicht Mutter, weil meine Mutter selber gestorben ist. Nicht so Sache. Aber er beleidigt selber. Und wenn der Babylon sagt, er hat das gemacht, weil er auch seine Mutter beleidigt hat, so wie ich verstanden habe, soll ich jetzt sagen, nein, dafür Babylon. Dann hat der Babylon recht, aus zurückzugeben. Weißt du, meine? Ist es so? Der Philipp kennt mich schon ein bisschen länger. Wer will jetzt reden? Ich möchte kurz sagen, ich gehe sofort wieder runter. Ich wollte nur 5 Minuten, wirklich, nur 5 Minuten. Ja, bitte, Bruder, bitte. Schau mal, der Philipp, der kennt mich schon ein bisschen länger. Ich glaube, 2-3 Jahre kennen wir uns jetzt schon mit Philipp. Ja. Und der Philipp kann bestätigen, wie oft meine Accounts, wo ich noch sehr aktiv war, hier gesperrt worden sind. Ich musste 6-7 Mal einen neuen Account erstellen. Deswegen, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Ich kenne das alles, wirklich. Glaubt es mir, ich kenne das alles. Ich weiß, wie schnell man da auch emotional wird. Aber ich finde, guck mal, ich habe auch einen Elternteil verloren, okay? Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man halt voll angegriffen wird. Aber jetzt so das Ding ausschweifen zu lassen, das bringt keinen. Weil schaut mal, jetzt stellt euch mal vor, es kommen Leute rein, die sind auf der Suche nach Wahrheit und dann kommen die in sowas rein. Ja. Alter, was sollen sie denken? Ja? Deswegen sage ich, schützt euch lieber selber. Die Christen sind, die sie nicht verarschen lassen. Das ist, was die Leute denken sollen. Weil wir sehen hier einen Joker, wir sehen hier einen Hamdi, wir sehen hier einen Abu Qasim, die sie verstecken die ganze Zeit und nicht bereit sind, zur Debatte zu kommen. Und wenn sie kommen, beleidigen sie unsere Mutter, die Leute beleidigen uns und was machen wir? Wieder. Wir sagen, nein, aber irgendwann ist auch genug. Weißt du, meine? Also, wir müssen uns nicht abtreten lassen, die ganze Zeit. Ich habe noch nichts gesagt. Guck mal. Ich will nur eins sagen. Nein, Philipp, bitte, ihr habt die ganze Zeit. Nein, Bruder, ich will nur für Doda Platz frei machen, weißt du? Bitte. Deswegen, ich gehe wieder runter. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und wie gesagt, kommt einfach mal ein bisschen runter. Ganz kurz, ich bin auch der Meinung, dass wir, schau, wir sollen in Liebe bleiben. Ich entschuldige mich bei allen hier. Erste Petrus 2. Legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit und Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach dem reinen Muttermilch dem Wort Gottes nach. Ihr braucht sie, um in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Geschmeckt habt ihr ja schon, wie richtig der Herr ist. Der lebendige Stein. Kommt zu ihm, zum lebendigen Fels. Die Menschen haben ihn zwar als Unbrauchbaren weggeworfen, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, des heiligen Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Opfer gern an. Darum steht auch in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen hausgesuchten kostbaren Eckstein als Grund. Wer sich auf ihn verlässt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch, die ihr glaubt, dass dieser Stein eine Kostbarkeit für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, der vor den Fachleuten als unbrauchbar verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem die Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen, weil sie dem Wort Gottes nicht gehorcht. Stoßen sie sich an ihm. Doch dazu seid auch ihr bestimmt. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk aus Gott selbst. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündet, wie unbetrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt habt ihr Erbarmen gefunden. Worauf ich hinaus will, Amen.
Wir müssen mal du hängst vor, Bruder. Du hängst. Wer hängt? Babylon, hör mal auf mit deinem ganzen Tipperei. Langsam, wenn wir über das Wort Gottes sinnieren, dann brauchen wir bitte Ruhe. Nein, bei allem können wir entspannt sein. Ja, wir können alle zusammen reden, aber wenn jemand aus dem Wort Gottes liest, dann müssen wir respektvoll bleiben, Bruder. Bruder, er versteht dich doch gar nicht, er kann nur Englisch. Ja, Bruder, entspann dich, Bruder. Schau mal, wir sind hier ein Thema und du hast jetzt angefangen, was zu lesen. Ist alles gut? Can you guys translate a little bit what's going on, please? Wait, Babylon, I tell you, when someone read in the Holy Bible, in the Word of our God, we can't do anything. Interrupt them. What is it of English? It's insane. Brother, can you please mute yourself because you are interrupting him while he's reciting from the Bible? King, Jesus ist King. Hör zu, du hast vollkommen recht. Der Meinung bin ich auch. Ich bin wirklich demütig. Ich lasse mal vieles über mich ergehen, weil das Wort auch das sagt. Aber andere Menschen sind andere Meinung. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ja, ich bin. Wir müssen, Mentor, wir müssen nicht nach unseren Prinzipien gehen. Guck mal, ich kenne ihn wieder und schätze ihn und liebe ihn sehr, sehr. Ich auch. Wir haben und auch alle anderen Geschwister natürlich, die ich jetzt zum Beispiel nicht kenne. Und was ich gestern stark fand, Mentor, du hast gestern gesehen, wir waren gestern mit diesen drinnen, du bist hochgekommen, hast dich entschuldigt, was ja auch sehr gut ist. In diesem Augenblick hier und jetzt. Also selbst ich habe dir gerade gesehen, zu einem Bruder, der gesagt hat, ey, bleib mal chillig, wenn wir über ein Wort Gottes lesen, ne? Lass uns das aussprechen. Worauf ich hinaus will, ist, wenn wir doch wissen, wir sind gerade nicht fähig, vielleicht für einen Diskurs, für einen Austausch, dann müssen wir immer verstehen, wir repräsentieren Christus auf Erden. Halleluja. Ja. Wenn wir heute sagen, okay, ich werde beleidigt und ich habe gerade etwas zu sagen, ich werde gerade fleischlich, weißt du, was ich mache? Ich mache den. Ich gebe dir eine Begebenheit, was mir heute passiert ist. Schau mal, was ich sagen will. Ihr geht immer wieder zu diesen Hamdi. Ihr geht immer wieder zu diesen Leuten. Alle hier. Und während sie euch verraschen. Okay? Ja, weil mehrfach sind wir dorthin gegangen. Wann sind sie zu uns gekommen? So, sie kommen, beleidigen, flüchten, schreien, machen, tun. Und trotzdem geht Tausende von Christen zu Joker, zu Hamdi, zu lieber zu Hadis. Verstehst du? Und die haben gesagt, Geht nicht dorthin. Du hast vollkommen. Schau, ich war heute bei Joker. Er hat meinen Namen schon gesehen, hat meinen Namen gelesen, Mentor. Und dann habe ich über 15 Minuten gewartet, bis er mich hochgenommen hat. Schlussendlich hat er mich hochgenommen. Er hat meinen Namen vorgelesen, Mentor. Und dann sagt er zu Liebe zu Hadis war auch dabei. Der Joker fragt ihn, darf Mentor hoch? Er sagt, ja, lass ihn hoch. Während ich hochkomme, weißt du, wie er meinen Namen ausspricht? Mentos. Ja, Mentos, ja. Was machst du hier? Ich sag, Joker, ich habe da nichts getan. Wieso beleidigst du mich? Ich heiße nicht Mentos, ich heiße Mentor. Du siehst aber... Der denkt auch, dein Leben ist ein Witz oder sowas. Ja. Bruder, guck mal, lass mich ganz kurz, weil ich verabschiede mich gleich. Bruder, lass mich gleich kurz Ding mal zu Wort kommen, weil ich gehe dann auch wieder runter. Okay. Guck mal, die Sache ist wirklich die, der hat mich herausgefordert zur Debatte und ich bin rübergegangen. Ich habe echt gedacht, er ist ein Mann, ich kann rübergehen und mit ihm normal reden. Was ich rausgefunden habe, ist, dass das alles Kinder sind, zu 8 Kinder. Dann geh nicht zu den Kinder. Dann geh doch nicht dahin. Guck mal, die richtigen Kinder, dann gehe ich, sag mal, warte. Eine Sache hat er jetzt gemacht, der hat ein Minute Video gemacht, der denkt, das ist ganz cool. Mit meinem nächsten Video, was rauskommt, werde ich ihn begraben, danach löscht er sich am besten. Bruder, auf jeden Fall folgt mein anderen Account, was ich gemacht habe, von Saulus zu Paulus. Das ist nicht mein Account, ich habe den nur ausgeliehen bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da weiter folgt, weil dann kann ich wieder online kommen. Okay, Bruder. Auf jeden Fall, was wahr ist, wir sollten nicht mehr zu denen ihre Streams gehen, weil die nutzen das nur aus, um uns lächerlich zu machen. Genau. Und um uns zu beleidigen die ganze Zeit. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Ich gehe nie wieder dort irgendwo bei denen, bei diesem Kindergarten, bei denen rein. Und wenn irgendeiner von denen kommt, ich schwöre meine Mutter, ich blockiere sofort jeden Einzelnen. Weil wegen denen tue ich nie wieder einen Account verlieren. Wie gesagt, ich gehe jetzt runter, Gottes Segen, bleibt alle chillig und gemütlich, entspannt euch, chillig und gemütlich.
Okay, Gott segne. Möge Jesus. Ich meine, ein Mensch soll dorthin, sie sollen ab uns kommen. Und das habe ich schon lange gesagt, Mann. Und trotzdem geht alle Leute dorthin und viele blamieren sie sogar dort. Ja. Weißt du, meine, sind dort und die Leute beleidigen, natürlich, machen euch fertig und alles Mögliche. Und letztes Mal habe ich gesehen, der Bruder Harut, der Bruder also King ist dort und probiere sprechen mit denen. Aber sie wollen nur Fan. Sie wollen, dass Christen dorthin geht und wie sie dann unterkickt und wir sprechen ganz nett und bla bla bla, aber nachher trotzdem so Videos und bla bla machen sie euch fertig, wie immer. Ich weiß nicht, wann ihr alle hier aufwacht, weiß ich meine, wirklich, ja, wirklich. Die haben keine Wissen und gehen dahin und die alle haben große Wissen, das ist das Problem. Ja, Tito, die haben große Wissen. Man hat gesehen, was sie wissen. Ja, genau. Man hat gesehen. Die sind einfach zu stark. Sachen gezeigt, wenn sie Männer wären, sage ich einmal so, würden sie ihn debattieren oder die sind alle am Kopf. Gottes Wege. Die sind einfach zu stark. Die haben große Mente, Bruder, ich will nur eins über alles. Ne? Sag, Bruder. Ich will nur einen Satz. Bruder, du musst ein bisschen stummen, bisschen diese Zepter in Hand nehmen, wenn dein Stream ist. Bruder, das nicht 15 Leute durcheinander. Der redet Englisch, der redet Deutsch. Ich möchte nicht da stummen. Bruder, die stummen unsere Geschwister, blockieren unsere Schwester, schmeißen sie runter, holen sie rauf, sie behandeln wieder locker wie ein Hund. Wieder locker geht mit 7, 8 Leute rauf, sie stummen ihn, kicken ihn, holen ihn rauf. Ja, Dodo, aber wir sind nicht da gleich wie die. Stumm sie, Bruder. Dann lass einen reden, dann den anderen. Ja, es geht nicht. Ja, aber wenn alle durcheinander reden, dann kommt nur so ein Chaos raus. Wenn man sie stummt, haut sie ab. Kommt nur Chaos raus, Bruder. Aber ich weiß, du hast eh irgendwo recht. Stumm sie, sag, warte, jetzt redet dieser. Dann stumm auch unsere christlichen Brüder, stumm sie auch und sag, wir warte. Müssen Mentor gegenüber, wir müssen Mentor gegenüber auch barmherzig sein. Er ist neu, er hat nicht so viel Wissen, so wie das alles so funktioniert, denke ich. Weiß ich meine, aber es ist auch so, sie behandeln uns wie Hunde. Ja, wie Hunde. Sie sagen, wenn ich die links schlage, musst du das rechte geben. Sie verdrehen unsere Bibel extra. Meine letzten Worte. Sie behandeln uns alle wie Hunde. Wachet auf, endlich, alle Christen. Meine letzten Worte, Bruder. Meine letzten Worte. Ich gebe ihnen eine Chance, aber die sollen von sich selber wissen, wann wer zum Reden hat. Aber hier habe ich gemerkt, ich muss wirklich was machen. Ich muss Leute stummen. Aber ich mache das ungern. Ich mache das ungern. Ich will jeden zu Wort kommen lassen. Aber hier kommt alles durcheinander. Ja, es ist auch manchmal, es ist einfach manchmal auch aufbremsen. Guck mal, ich sehe ein großes Problem. Ich sehe, wenn wir beispielsweise, wir haben Bruder Harut und ich haben gestern da, ich glaube, über 3-4 Stunden verbracht. Wenn wir ihnen kein Futter geben, ja, was sollen die tun? Sollen sie jetzt dann aus nichts etwas kreieren? Dann wissen die selbst, sie haben etwas getan, was nicht, was aus wirklich aus keinem Fundament heraus geschehen ist. Wenn jemand, und ich warne dich, das ist wirklich an die Menschen, die seit 3 Tagen der Bibel lesen und 5 Verse aus dem Koran kennen, geht nicht dort hoch, denn genau das wollen die. Sie wollen unwissende Christen haben, die sie dann vorführen, dass wir, also als Gemeinde quasi, dann da stehen und denken, okay, jetzt müssen wir da reingehen, so, ne? Und dann passieren natürlich einige Sachen, man kennt sich, wieder kennt sie lange und man weiß, wo man wieder zum Beispiel triggern kann, etc. pp. Lass doch Menschen, beispielsweise wie Bruder Harut und mich, die sich nicht so schlecht triggern lassen, den Ton von denen mitspielen können, weil da kann etwas entstehen, was den Menschen dort hilft. Aber wenn Menschen mit Aggression, wie ich damals auch dahin gegangen bin, dorthin mein geht, Bruder, da, mein Bruder, das bringt sich, ich sage dir jetzt noch einmal, mein Bruder, J-King, es geht nicht darum, ob man dich triggelt oder nicht. Sie wollen, dass du dorthin gehst, weil Leute gehen dorthin und schauen zu. Aber zu uns wollen sie nicht kommen. Sie kommen hier, schreien, beleidigen uns, gehen sie wieder. Verstehst du das nicht? Wie viel Mal war ich mit dir dort? Wie viel Mal haben sie zu uns gesagt, sie kommen zu uns? Nie sind sie zu uns gekommen. Sie gehen bis heute nicht zu uns. Hast du recht? Aber ihr geht alle dorthin, Bruder Harut, du und alle anderen. Und sie sagen immer, wir kommen zu euch, wann kommen sie? Nie.
Wenn ich so, immer wieder so, du hast meine Mutter, sie beleidigen alles, unsere Mutter, alles. Okay, die hat nie meine Mutter beleidigt. Aber ich sehe, ich habe gehört, wie eine andere die Mutter beleidigt. Ich höre, wie er sagt, dass Jesus Christus Inzestkind ist. Kein Problem, ich sage auch verschiedene Sachen. Aber, ey, wache doch auf. Sie wollen doch, dass du dorthin gehst, der Bruderharin dorthin gehst, damit die Leute dorthin gehen. Und zuschauen, warum kommen sie nicht hier zu uns? Wenn einer dadurch das Wort Gottes hört, Bruder, dann ist doch egal. Weißt du, dann ist doch egal. Wenn Bruder, nur einer unter dem ganzen, wenn du, guck mal, wenn wir ruhig reden, Bruder, jetzt, ne, guck mal, wie gestern es abgelaufen ist. Die Menschen, es geht mir gar nicht um die da oben. Das wissen die auch. Es geht mir vielmehr darum, dass Menschen, die dort zuhören, wenn sie hier zuhören wollen würden, beispielsweise, wie gerade eben, Bruder, Gott ist mein Zeuge, ich habe Kopfschmerzen bekommen von uns selbst. Gerechtigkeit, ne? Ist, weißt du? Du bist mit mir 100-mal dort gewesen, sie sollen auch 100-mal zu uns kommen. Das ist richtig. Alles andere ist Heuchlerei, ist falsch, ist Lüge. Bruder, wir machen das doch nicht für irgendwelche, damit, Bruder, sollen sie diese Diamanten oder diese Likes für was auch immer benutzen? Es ist mir in diesem Sinne egal. Und solange es auf einem friedlichen Ebene kommt, vielleicht schaffen wir, nachdem wir das geschafft haben, erstmal, dass sie zu Bruder Harut kommen. Ist es das, dass der Server ist, dann können wir das auch verlagern zu einem Atheisten. Kein Problem. Das Ding ist, wenn wir in einem ruhigen Ton aber dieses vollbringen, dann wird der Zuschauer da unten niemals auf die Idee kommen, bei Atheisten bin ich verstanden, mein Bruder Joseph King. Aber es ist, was ich sage, tut mir leid, dass ich dich wieder unterbreche. Aber ich denke, ich verstehe es nicht. Sie lügen uns alle an. Sie verarschen uns alle. Sie kriegen sie eben, auch. Eben. Warum machen die doch nicht ab bei einem Atheist? Es reicht, wie die uns behandeln. Es reicht, wie die uns behandeln. Wie demütig sollen wir noch sein? Wir sind auch nur Menschen im Fleisch. Ich schaue mir gestern Videos an, unsere christlichen Brüder werden ausgepeitscht, geschlagen in ihre Länder. Wir dürfen die Bibel nicht mal in Hand halten. Und wir sollen sie hier behandeln, wie auf rote Teppich, wie auf fliegende Teppich sollen wir sie behandeln. Ja. Wir werden schon von Gott gerichtet, Bruder. Wir müssen wirklich in Jesus wandeln. Aber ich sehe deine Meinung. Ja, führ die auf roten Teppich. Gib ihnen Essen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wirklich, mir wurde so viel vergeben, dass ich wirklich das sagen kann, dass ich diese Leute auch liebe, ja. Weil es wird eine Gerichtsstatt. Aber ich verstehe eure Meinung auch. Wie gesagt, jeder kann behaupten, was er will. Ich bin heute in der Lage, wirklich andere Wange zu drehen. Wenn ich sehe, dass er mich töten will, wahrscheinlich werde ich mich wehren. Aber wirklich, ich rede von Herzen, ja. Jeder kann das behaupten, was er will. Meine Behauptung ist das. Mentor, wir sollen vergeben, aber hör zu, es geht einfach darum, dass diese Leute, die machen das extra. Und wir sollen einfach nicht, das steht in der Bibel, wir sollen nicht wie Idioten sein. Wir sollen wachsam sein. Uns nicht mit dem Fuß abtreten lassen. Natürlich, wenn sie beleidigen, wir müssen. Arme Christen, die wehren sich eh nicht. Du hast vollkommen recht. Dann denken sie, wir können mit denen machen, was wir wollen. Ich weiß schon. Aber eines Tages werden sie gerichtet, Bruder. Ja, alles, wie gesagt. Locker. Langsam wirst du orthodox. Langsam wehrst du dich. Willkommen, Bruder. Ja. Ihr habt alle recht außer Tito. Tito hat nie recht. Tito, Bruder, was? Nein, wieder locker hat recht. Guck mal, es heißt ja in der Bibel, wenn dir einer auf die Linke haut, dann halt ihm die Rechte hin. Aber es heißt genauso gut, messe ihn mit dem gleichen Maß und noch mehr. Ja, das heißt noch lange nicht, dass ein Christ sich da hinstellen muss, ja, sich bespucken lassen muss oder, sag ich mal, schlagen lassen muss oder sonstiges. Ja, wenn zu Recht du eine Ohrfeige kriegst oder wenn du zu Recht niedergemacht wirst, ja, dann sollst du schweigen und demütig sein. Aber wenn die dich einfach nur so, ja, aus Spaß, sage ich mal, dass die versuchen mit dir zu spielen, dann darfst du dich selbstverständlich wehren. Du sollst nicht zuschlagen, natürlich nicht, aber du sollst dich wehren. Du sollst dich doch nicht als Idiot dahinstellen lassen. Das sagt unsere Religion auch nicht, ja. Also da gebe ich wieder locker vollkommen recht, ja, und da stehe ich auch voll dahinter. Also ich lasse mich auch von keinem von denen irgendwo rumtreten. Ja, wenn ein Handy in einen Stream kommt, so wie letztes Mal, übrigens an alle Christen, ja,
er hat die Mutter von allen Christen beleidigt. Nicht nur von einem, sondern von allen. Er hat gesagt, die Mutter von den Christen. Ja? So, und das lasse ich mir nicht gefallen. Also ich bin jemand, der seine Mutter nicht von einem Hamdi, ja, von so einer kleinen Maus, die seit Wochen vor mir wegrennt, beleidigen lässt. Weil sein Wort hat für mich kein Gewicht, ja, und er hat auch nicht das Recht, jemanden zu beleidigen. Und noch zur Info. Liebe Suhadis, wie viel Mal hat er mich beleidigt? Letzte Zeit hat er aufgehört, ist er ein bisschen ruhiger geworden. Ja, ich war bei ihm, hat er mich nicht beleidigt, aber er hat immer wieder runtergekickt. Und das ist was? Eine Art Erniedrigung. Für mich ist das eine Beleidigung. Wenn die Leute die runterkicken und sagen, ja, sei jetzt ruhig und so, und dann holt er, kannst du die runter beruhigen, dann holt er wieder hoch. Das ist eine Art Beleidigung. Aber diese Leute haben uns alle beleidigt. Mutter, Vater, Kind, alles. Familie, alles. Ja, okay, dann kommen sie hier, wie immer, da ist das, was sie nicht wollten, das haben die weggerannt. Weil wenn wir beleidigen, dann rennt die weg, sie haben mich beleidigt, meine Mutter, aber sie beleidigen uns ständig, unsere Mutter, unsere Familie, alles. Ja. Weißt du, meine, ich sage, ich bin nicht besser mit verschiedenen Aussagen über ihre Propheten, aber ich habe nie jemand einfach so direkt beleidigt, Familie, Mutter, Kind oder was auch immer. Weißt du, meine? Ich sage, der Prophet war besessen und ich zeige den Hadith. Punkt. Verstehst du? Aber sie machen immer so, kommen sie zu uns und machen, ah nein, wir haben nie beleidigt. Warum Gott ich wegen? Wie beleidigt? Er beleidigt, hat mich auch schon selber beleidigt, mehrfach. Also ich finde, ich wollte jetzt auch mal was sagen. Ich meine, haben die uns eine ganze Bande. Wir kennen das schon seit ein Jahr. Wieder Locker war immer da, oft am Anfang, hat ihn das Wort verkündigt, viel debattiert. Ich finde aber, irgendwann ist auch mal gut und wir sollten denen keine Plattform geben. Wofür? Um zu sagen, wie der Bruder, der ist jetzt rausgegangen, Jesus King oder was, keine Ahnung. Ja, um in Ruhe und nicht getriggert zu werden. Aber wie viele Jahre willst du das noch machen? Die lachen sich doch einen kaputt. Deswegen, wofür? Sie haben das Wort jetzt bestimmt millionenmal gehört. Warum soll ich mit so einem Menschen weiterreden? Wofür? Ich kann mich normal unterhalten. Hallo, wie geht's dir? Das war's. Aber nicht über das Wort Gottes. Wie oft sollen wir noch die Perle vor die Säue werfen? Ja. Irgendwann ist auch mal gut. Und ich finde, wir als Christen, ob es Harut jetzt ist oder wer auch immer, die haben dort nichts zu suchen. Warum müssen wir denen eine Plattform geben, dass dann wir als andere christliche Geschwister darüber gehen? Das mache ich nicht mehr. Ich bin lieber unter meinesgleichen, unter meinen Geschwistern und höre das Wort Gottes. Und wenn ein Fremder kommt und fragt, dann ist es viel mehr wert, ihm das Wort weiterzugeben. Ja, du hast recht. Babylon, sorry. Ich wollte ihn nicht unterbrechen. Ich denke, er hat mich falsch verstanden vorher am Anfang. Ich wollte nur nicht, dass Hamdi wegrennt. Weil Hamdi ist es so. Er beleidigt jeden, die ganze Zeit. Du kommst zu uns, macht, er hat meine Mutter beleidigt, er hat mich beleidigt, er hat beleidigt. Ey, meine Mutter ist auch gestorben und sie haben ständig beleidigt hier überall. Weißt du, meine? Und Hamdi hat gesehen, lass mich nur kurz Babylon übersetzen. Ja. Eine Minute, er ist da und er versteht gar nichts. Ich habe ständig Hamdi und die anderen runtergeschmissen. Weil es ging nicht. Es ging kein Dialog. Ich wollte, dass der Bruder ausspricht, der Babylon, aber er hat nicht gehört. Und ich finde, das kommt so viel Unruhe, wenn man sich vernünftig unterhalten alles kann, gut. Ja. Aber wir wissen ja. Alles gut. Ne? Alles gut, Schwester. Gottes Segen dir und deine Familie. Du hast es richtig gemacht. Ich sage ja, nichts. Babylon, ja. Lass mich nur eine Minute Babylon übersetzen. Oder panische Übersetzung auf Arabisch, ja. Can you guys tell me what's going on, please? Ja, wer kann ihn auf Englisch? Who can speak English with him? They're talking about... Okay, we're talking about Babylon, how they insulting us, how they treat us in their chats. They put us down, they mute us, they block us, Hamdi insulting. All mothers from the Christians part days ago, he insulting all Christians. He insulted me in Arabic when he came early. He insulted my mother when he came earlier in Arabic. Yeah. That's why I insulted his mother. Dodo, sag ihm, was der Loka gesagt hat. Wie der Loka wollte nicht, dass er ihn beschimpft, sonst heißt es, er läuft weg, weil wir ihn beschimpft haben auch. Das sollst du ihn auch sagen. Ja.
wie der Loka is just coming up. He's coming up and say that we don't think, yeah, that we should don't insulting him because he's gonna run away. And it was like this. He runs always away. He comes up and say, "Are you insulting us? You insulting me? You insulting my mother?" And he runs away. Insulting, not insulting. He's always running. Abdul's Muslims are cowards. He's running, yeah. They always run from me, from Ahmed is ex-Muslim, from Rob Christian, from Christian Prince, from Sam Shamoun, from all the Christians, and especially us, the Arabic speakers. They cannot deal with us. I don't want to hear excuses from Christians. He came, he insulted. I insulted him back. Last time, he showed the picture of Virgin Mary. Yeah, this he insulted the Virgin Mary. Mm-hmm. You are a good Christian, I'm a bad Christian. This is what we're talking. Should you we? Are a good Christian, I'm a bad Christian. Okay? He insults, I'm going to give it back to him theory in Iraqi style. This is our culture. It's my theory in Iraq, too. How long we should this is we how should we deal with be... men. They don't like it, I don't care. In Germany, you respect people. In Iraq, we don't. In Germany, in Europe, in USA, in Canada, Melina wants up, I'm going to go down. You respect human beings. You respect, you deserve to be respected. Tito, I never disrespected him. Other Muslims, I did not disrespected them. Hamdi came and called me Ibn al-Marshuma. Brother, so I gave it to him. اهلا بابلون ليش ما في ناس ما قال لهم ابن المرشومه قبل اسبوع اجى للستريم لعنا زي وفات فوق وبيقولنا انتن المسيحيين كلهم ابن المرشومه قلت له انت ابن المرشومه امك اكبر مرشومه في الدنيا وقام جنب حاله ورقد كمان عم بهرب سي ذس از وات ام توكينج اباوت ترانسليت ان جيرماني قلت له ليش مو الشباب كلها معنا كان No, Hamdi now. He came up and he called me Hamdi now, when he ran away, as usual, he just called Marshuma. Tell them. Leute, er ist wieder hochgekommen und sagt zu dem Bruder Babylon, Ibn al-Marshuma. Das ist das Gleiche, was er vor einer Woche zu mir gesagt hat, wo ich ihn herausgefordert habe danach zur Debatte, ja, wo er auch wegrennt. Guck mal, dieses Wort Ibn al-Marshuma ist nicht ein harmloses Wort. Damit beleidigst du die Mutter. Ja? Damit beleidigst du die Mutter und zwar auf übelste Weise. Und das hat er letztes Mal zu uns gesagt. Er hat gesagt, alle Christen sind Ibn al-Marshuma. Ja? Er hat damit alle Christen gemeint. Und jetzt kommt er wieder hoch und beleidigt den Bruder. Ja, so was dürft ihr euch nicht gefallen lassen. Das geht nicht. So, if his mother is dead, brother, it's not my problem. Don't come up here and call people's mothers names and your mother's dead. If you respect your mother and you know I'm from Iraq, I don't hold stuff. And I talk nice, okay? My insults are nice. If I insult in Iraqi way, believe me, he will not run from this room. He will run from earth. Brother Babylon, Brother Babylon, it's in English. It's like this. They don't shut up anymore. We in Germany, in Austria, here we are nice. We shut up. It's enough. They kill our brothers. They kill our brothers in their countries. Mm-hmm. They beat them. They kill us. Mm-hmm. It's enough. They insult us. It's enough. Of course, I'm here for it. You don't get your mouth filthy. I'm gonna get it filthy. You be nice. You be good Christian. I'm the bad Christian. Don't worry about me. God will give it to me, not to you. Okay? I have the filthy mouth. Leave it to me. They're killing my Christian brothers in Africa, in Pakistan, in India, in Iraq, and Syria. And you're here telling me about Hamdi's mother? Anit, Hamdi's mother, Anita, upside down. اوكي وانا معك وانيت محمد وانيت الله مالتهم حمدي انيت امك على اختك بغسل واحد على ظهر ابو قحبه بن قحبه ابو سعيدك
Babylon. Yes, Melina, Melina, how are you doing, sister? Bitte, sorry. Melina. Hi Babylon, I'm fine, I'm fine. We just talked about here in the live about the behavior, the Muslims against the Christians. And as you said, right, the Muslims always insulting our mothers. And that was the topic before, you didn't understand how we Christians should behave against them. Some Christians say we don't have to insult back. Some Christians say it's not good that they are always insulting us. And I'm like you, maybe. It's true. Melina, but sister, yes. It's true. When we're preaching about the Bible, you're never going to hear me talking, ever. I just shut my mouth. When we're talking about the Bible, I just mute and listen. But when we have Muslims, their faith, their teachings are always about cursing and cussing us. Then I show up. When I show up, they don't like it. Why? Because I curse back. And I give it to Muhammad and Allah and Aisha. And you know what I do? I bring my Shia brothers. And we give it to the older Sunni. Okay? Yes. Can I translate it to the brothers here in life? Also er sagt halt, weil ich halt eben gesagt habe, dass wir darüber diskutiert haben, wie wir Christen uns zu verhalten haben, wenn uns Muslime so beleidigen. Und Babylon sagt halt, in USA beziehungsweise die verhalten sich komplett anders. Also sie nehmen das Benehmen dann von Mohammed auf oder von den Muslimen, wie sie wirklich sind, und halten denen quasi den Spiegel vor. Also sie lassen sich halt nichts gefallen. Und das sollten wir eigentlich auch nicht machen. Aber wenn es um die Bibel geht und alles und über gegenüber Christen, ja. Schau. Aber, ja. Da wollt ihr was sagen? Schau, Milena, das ist jetzt so. Das ist, ja, das ist jetzt so. Sie tun so in Opferrolle. Aber ich kann mich noch erinnern, wie hier früher nur wieder Loka war, Jerry oder Ali oder Elia. Die haben nonstop Mutter beleidigt. Von Elia, von Ali. Die haben nonstop Familie beleidigt, Mutter beleidigt auf Arabisch. Jetzt ja, tun Bruder, die so hab, auf, wir sind die Opfer, warum beleidigt sie? Haben die selber, hat mir mehrfach... Die haben nonstop beleidigt. Ja, Bruder, schau mal, haben die selber, hat mehrfach mich beleidigt, pädophil, alles Mögliche. Weißt du, aber ich sage, was ich sage, weißt du, ich wollte, Bruder, dass dieser Typ endlich auseinandergenommen wird mit jemandem, der Arabisch spricht. Aber das ist der Punkt. Er kommt hier und rennt weg. Er kommt und rennt weg. Wir sehen schon letztes Mal mit Ali. Wir waren hier zusammen. Er ist gekommen. Ali hat ihn sowas von zerstört. Er ist ruhig geblieben. Und das wollte ich, dass nochmal passiert. Versteht ihr? Aber das ist der Punkt. Darum habe ich probiert zu sagen, man soll nicht beleidigen. Aber ich verstehe, weil er hat mich selbst beleidigt. Er tut das so. Aber wie viel Mal hat er beleidigt? Die Familie, alles Mögliche. Weißt du, ich meine, plus auf Arabisch und ey, mehrfach. Mehrfach, wirklich, mehrfach. Ich weiß, wie oft wir mit Elia und Ali, Gott, weiß, ich glaube. Also. Gut. Salam, Mutter Panisha. Mutter, wa salam, ubeiken, ala tiz, umma, hamdi. One time, ich will gerade nur Babylon was sagen, und zwar, dass sie uns wirklich erniedrigen. Ich persönlich, es ist nur meine persönliche Meinung, und möge der Herr Jesus Christus mir auch vergeben. Ich bin halt so gestrickt. Ich lasse mich nicht erniedrigen von niemandem. Und das will ich jetzt gerade Babylon sagen. Und ich weiß, vielleicht mache ich mir jetzt doch meine christlichen Geschwister Feinde, aber ich sage es jetzt ihm, ich lasse mich nicht erniedrigen. Babylon, they humiliate us permanently. They humiliate us. They insulting us. They puking on our mothers. And I'm the person, I don't like that nobody humiliates me. I know I'm Christian, and I know I'm not to judging them, but me personally, I don't let that anybody humiliate me. No, and I will never let anyone humiliate my Christian brothers, sisters, ever. Hamdi or not Hamdi, ever.
And I promised last week in the English side and Arabic side, I'm going to give it to Hamdi and Allah and Muhammad. Today is Hamdi. But Allah and Muhammad, I'm going to give it to them. Yeah, 25 churches burned in Pakistan. For what? Ja, I will translate it just for a second. Also er sagt halt auch, er lässt auch nicht zu, dass seine christlichen Geschwister ständig beleidigt werden. Und ich habe ja Lives von denen erlebt, wo dann amerikanische Muslims reinkommen. Die reagieren ganz anders. Die sind ruhig und alles. Aber hier werden wir ständig beleidigt. Und er sagt auch, Babylon, in Pakistan sind 24 Kirchen und Christen verfolgt worden und Kirchen niedergebrannt worden. Für was? Dass wir die ganze Zeit zuschauen. Für was, sagt Babylon? Und ich, also ich... Aber was wollen wir machen? Wollen wir einen Krieg starten gegen denen? Nein, keinen Krieg, Mentor, nein. Keinen Krieg. Nein, wir sollen keine Kriege führen. Aber ich lasse nicht zu, dass hier jemand permanent uns beleidigt. Ja, permanent uns beleidigt, unsere Mutter. Bitte? Die werden schon ihr Lohn schon erhalten dafür, dass sie uns beschimpfen. Richtig, das weiß ich auch, aber die lachen über uns. Das sollen sie doch lachen. Ja, wozu geben wir ihnen diese Bühne, dass sie uns nicht lächerlich machen? Darf ich kurz was dazu sagen, ihr Lieben? Gottes Segen wünsche ich euch allen. Ich kann verstehen, das ist so schlimm. Ich bin auch schon sehr, sehr schlimm beleidigt worden und ich habe überhaupt nichts gesagt. Gottes Segen. Also, man hat mir wirklich... Gottes Segen. Man hat mir gesagt, wie es denn wäre. Kann ich weiterreden? Ja, ja. Entschuldigung. Man hat mich gefragt, wie es denn ist, dass ich auf den Strich gehe und meine Eltern beleidigt und so weiter. Aber die Frage ist, sollen wir uns auf die gleiche Stufe stellen? Auch wenn sie uns auslachen, also ich, das ist doch nicht schlimm, wenn sie uns auslachen. Also ich finde das nicht schlimm. Im Gegenteil, ich habe diese Person, die mich beleidigt hat, noch gesegnet. Und weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er hat gesagt, ich werde mich bei dir trotzdem nicht entschuldigen, auch wenn du mich segnest, weil du eine Höllenbewohnerin bist. Und dann habe ich gesagt, ich segne dich trotzdem. So, weil wir uns ein Beispiel an dem Herrn Jesus nehmen müssen. Versteht ihr? Also ich weiß, ich kann das verstehen. Ich bin auch manchmal so sauer innerlich. Aber trotzdem sagt der Herr, wir sollen uns ein Beispiel an dem Herrn nehmen. Weil sonst sind wir ja genau wie sie, wenn wir das Gleiche tun. Dann sind wir nicht besser. Und auch wenn sie lachen, ja, dann lass sie doch lachen. Ist doch nicht schlimm. Ich bin dankbar und wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich ein Kind Gottes sein darf, das in mir vergeben worden ist. Das wollte ich nur kurz sagen. Ich kann euch aber trotzdem verstehen. Das Fleisch ist manchmal auch, wie gesagt, sehr, sehr stark. Ja. Wir segnen sie. Warte ganz kurz, Bruder. Ich denke wie du, aber dann nicht, dass sie denken, dass wir denen das Leben so leicht machen. Sind die Brüder der Meinung, ja? Ich denke genau wie du, ja? Wir sollen nicht Feuer mit Feuer bekämpfen. Da hast du vollkommen recht. Aber andere Leute sind andere Meinung, weil wir machen denen das Leben zu leicht. Und wie gesagt, es gibt wirklich in Pakistan und in Indien und überall, dass die Christen wirklich extrem verfolgt werden. Ja, und wir machen unsere Brüder nicht auf. Um das geht's. Also, ja, das stimmt. Ja. Also ich sage so, ich sage nicht, dass ich nicht segne, ich sage nicht, dass ich für sie bete, aber was richtig ist richtig und muss ausgesprochen werden. Jesus Christus, er wird zurückkommen und diese Leute vernichten. Ja, das stimmt auch. Und das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Herr Jesus Christus, er hat uns gezeigt, wie wir agieren sollen, aber er hat nicht gesagt, lasst euch in dem Sinne umbringen. Er hat nicht gesagt, in dem Sinne so etwas zu mir, so verstehe ich. Ich verstehe einfach, dass wenn jemand mich beleidigt, soll ihn segnen. Aber irgendwann ist auch genug. Irgendwann ist auch genug. Weil auch Jesus wird zurückkommen. Und er sagt, die Rache ist mein, wir sind Menschen, wir können nichts machen, aber Jesus wird zurückkommen und diese Welt richten. Oder? Und er sieht, was ich sage, ich meine, natürlich, ich meine, schau mal, seit ich hier bin, Mutter, Vater, Kind, ganze Familie, alles Mögliche, beleidigt, aber nicht theologisch kommen sie. Sie kommen nur persönlich.
Und dann heute bin ich gekommen, habe ich gesehen, die sind am Debattieren, haben dich da und er hat mir Mutter. Er hat mich mehrfach pädophil genannt, er hat meine Familie beleidigt. Meine Mutter nicht, aber er hat die Mutter von anderen beleidigt. Und dann hat der Babylon hat noch gesagt, er hat dann die Mutter alle Christen beleidigt. Und das machen auch viele Muslime. Und es ist so, Christen werden in ihren Ländern verfolgt und sie verfolgen uns hier. In Europa verfolgen sie uns. Wie vielmal habe ich gehört, ich bringe dich um, zeige mir dein Gesicht, gib mir deine Adresse oder keine Ahnung was alles. Weißt du, meine, Menschen werden hier verfolgt, Menschen werden hier erniedrigt, Menschen werden, und das in Europa. Und warum ist Hitler an der Macht gekommen? Weil die Guten geschwiegen haben. Ja. Die Mehrheit war gut, aber die Mehrheit hat geschwiegen. Und es passiert wieder, dass Christen schweigen. Meine, okay, wir haben keine Macht gegen den Staat, wir haben keine Macht gegen viele Sachen, aber trotzdem, es wird geschwiegen, es wird nicht den Mund aufgemacht. Sie machen hier auf Heuchler, du hast meine Mutter beleidigt. Ich meine, ey, wir sprechen theologisch, sie kommen mit der Persönlichkeit. Persönlich. Aber nicht theologisch. Wie viele Videos gibt hier, wenn ich einen Joker nur zuhöre, wie viel Mal er die Leute persönlich beleidigt? Ja, Jerry, bitteschön, mein Bruder Jerry erwartet 100 Jahre. Seid ihr fertig mit Beleidigen? Ich noch nicht. Ich habe noch nicht mal angefangen. So, ich habe beleidigt hier. Ich habe nur das gesagt, was... Wieder locker. I'm not like Christ-like. Okay? I am not was? Like Christ-like, okay? I'm not Jesus. Was sagt er? Er sagt, ich bin nicht. Ich habe nicht verstanden. Okay. Er ist nicht Jesus, hat er gesagt. Okay. Er ist noch im Fleisch. I am Babylon. I am not Christ-like, and I'm not. When I talk to Muslims, this is how we talk to Muslims. Okay? Arab culture is different than German, Western, American. This is how we talk to each other. Don't confuse religion and culture. This is how Muslims talk, so I talk back the same way. This is my culture. Melina, okay. Kannst du bitte übersetzen? Ja, also er hat gesagt, er ist nicht Jesus Christus, er ist Babylon. Und ja. Er sagte auch, dass die Kultur, die arabische Kultur, weil er Araber ist, dass die arabische Kultur komplett anders ist und die kann man nicht vergleichen mit der westlichen US und der US-Kultur. Und wir wissen nicht, also Babylon antwortet genauso, wie die reden. Nur so kann man mit denen reden, will er uns sagen. Nicht anders, wir sind viel zu gut. Man muss in der gleichen Sprache sein. Richtig, ja. Die gleiche Sprache sprechen. Melina, sag ihm bitte, vorher bin ich nicht reingekommen, um zu sagen, ich wollte einfach nicht, dass Hamdi wegrennt, weißt du. Das war einfach mein Ziel, dass er nicht wegrennt, damit wir ihn theologisch fertig, also zerstören können, weißt du. Das war mein Ziel, weil er rennt immer weg und wie nur, dass wir zu ihm gehen. Siehst du? Kannst du ihm bitte ja. sagen? Also nicht, dass er denkt, ja. Ich habe etwas gegen, ich habe nichts gegen. Sag ihm das, also nicht, dass er falsch. Babylon. Wieder locker wanted to excuse himself. He doesn't want it that Hamdi is going, that you think that Hamdi is gone because of Wieder locker. Wieder locker wanted a debate of theology debate. So don't think that Wieder locker is coming to throw Hamdi away. But Hamdi is anyway running away from you, from Wieder locker, and they're never coming in our Christian streams. They always inviting us in their streams and then insulting us, muting us, threaten us. So this is what Wieder locker wants to say to you. Okay, but when Wieder locker came up, Hamdi ran away. And Hamdi used Wieder locker and the nice way of Wieder locker when he came, Hamdi ran away. Die Schwester hat ihn gekickt, er ist nicht wegen mir gegangen. So, ich verstanden. Ach gut, okay. Ach so, ich verstanden. Aber hat eine Schwester ihn rausgekickt? Nein, ja, nein, als du reingekommen bist.
Ist er dann weggerannt? Wegen dir ist er weggerannt. Ja, kann sein, ja, ich weiß es nicht. Ich muss deswegen sagen, Gott, ich höre ich weiter zu. Ja, auf jeden Fall, ich sag euch mal was. Vida, Vida, my brother, I love you in Christ, but one thing, please. Never go against your brother Christian or sister Christian, ever. Against a Muslim. Never. Even if I'm wrong, leave me wrong until you tell me somewhere else or after. Because when we talk to those Muslims, it's like a war. And I don't want anyone in between us. Melina, translate please. Also Babylon hat gesagt, er liebt sich ja nicht alle Christen, das ist das Sack. Aber wir sollten oder... Melina, wir verstehen also, dich nicht. Hörst du mich? Hört ihr mich? Hallo? Jetzt bitte. Wir sollten niemals zulassen, dass wir unsere christlichen Brüder und Schwestern nicht beschützen. Niemals, weil sie beschützen sich ja auch untereinander. Ja. Und niemals sollten wir zulassen, dass die auf uns spucken und wir uns erniedrigen lassen und dann immer noch weiterhin nett zu denen sind. Wir sollten zusammenhalten. Jemand drauf? Thomas. There is people I know how to trigger. There is people I know how to talk to. There is people I have my ways with. There is people I challenge. There is people I don't challenge. There is people I talk softly. There is people I can joke with. There is people I don't joke with. Hamdi is the kind I put under my foot. Why? Because he thinks he's better than me. So first, I gotta put him under my foot first. Slap him around and then talk to him. This is how I do it. Yeah. Also er hat gerade gesagt, Hamdi kommt sich besonders klug vor und besser als Babylon. Und solche Leute, die sind unter seinen Füßen. Erst wird er ihn mal rumdrehen, hin und her schmeißen unter die Füße und dann wird er mit ihm reden, so wie er meint, mit ihm zu reden. Also er redet mit Leuten so, wie Leute mit ihm reden. Mit ihm reden, sagt Babylon. Amen. Okay. I will never go against any of my brothers Christians or sisters, ever. Even if they're wrong. After the fact, after the debate, after whatever, we can talk. We can make a private live and talk. I understand, Vida Loca. I know what you're saying and I agree with you. But Hamdi, no respect. Zero respect. Allah, zero respect. Muhammad, zero respect. I respect the human who respect himself. Tito came up last week. And I talked to him, I challenged him, and he ran away. It's okay, but I did not disrespect him. Why? He did not disrespect me. Hamdi, he disrespected me, Rob Christian, Ahmed ex-Muslim, and he's running. Hamdi, the coward, always running. Like the English side, they're always running from us. Like the Arabic side, they're always running from us. Why? They cannot talk to us. We know Arabic and we destroy them with Arabic only. These guys, they're just running. These guys love people like, oh, Christ-like, be nice, don't talk to them bad. They love those guys. I am not this kind. When I come, I want you to leave Islam today. Why? I'm gonna prove it to you. I'm not like just blah, 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 blah for hours. Tito, last week, I showed him a verse in the Quran, chapter 43, verse 61. Jesus knows the hour. Jesus knows the hour in the Quran. And he ran. Yesterday, I made a Muslim leave Islam from Quran, nothing else. From Quran, no hadith, no nothing. Why? Challenging him. And when I talk to Hamdi like this, I have 130 people listening.
I don't care about Hamdi. I'm trying to pass a message to everybody else. I am thinking about the situation, what's happening with Hamdi. Melena, übersetzen. Ich bin der Meinung, dass wir halt ein bisschen uns zurückhalten, denn wir können nicht genau so sein wie die. Okay, ich verstehe viele Aussagen von euch, dass ihr euch nichts gefallen lassen wollt, aber ich denke, wenn wir uns genau so benehmen wie die, wo sind wir da besser, weißt du, was ich meine? Babylon, the host is saying he understands, he is understanding your behavior, but he thinks still that we should restrain. You mean we should be restrained, we should be a better behavior than them. Jesus Christ will curse them, not we. We should bless them. You know, this was the topic we discussed about. Some Christians say, no, we should have the same behavior like them. And the host, mentor, is saying we should be restrained against them, you know? I agree. Mentor, yes, I agree with you. Yes, brother, I agree with you 100%. Listen 1 minute. I am two from Kosovo, I know. Sag ich, meine Vorfahren hat auch mit Kopf bezahlt wegen den Muslimen. Es ist yeah, so. The host is from Kosovo. His ancestors were Christians, and they're fighting with the Muslims. And yeah, you can do nothing against this. 700 years unterdrückt, sag ich mal. 700 years they were under the Ottoman Empire. 1400 years in Iraq. 1400 years. 1400 Jahre im Irak, sagte er. Ja. Aber ich sage das alles in Hand von Gott, weißt du, Gott weiß am besten, er schützt uns. Und ich bin der Meinung, ja, ich weiß nicht, wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich jeder hat seine eigene Meinung. Jeder hat seine eigene Meinung, das ist richtig. Wow. Wow. That was schön. That's beautiful. Oh, thank you. No, thank you, guys. Thank you. Give this to people they need, please. I don't need money. I work. Thank you. That was beautiful. Thank you. You must need love for. Oh yeah, yeah. I believe you, brother. Last heart, we need love. I have love. I know. I don't know. I know. He can say to me. He can say to me, "Fuck your mom." I can't. You know what I mean? He don't can to fuck my mother, you know? He can say No. Not you. Not you. Before, I believe I have the same mind like you. When somebody say to me, fuck your mother, I say back. But no, I don't know. I don't want to say this again. I don't know, bro. Allah ma agni man, we got it. I know, brother. I know. I agree with you. I'm not saying I don't. I agree with you. We have to follow Christ. Yes. That's right. When I say wenn Geschwister sehe, dass sie in Not sind und so, ich würde mich sicher da einmischen, ja? Entweder in Liebe oder auch jemanden zu verteidigen. Sag ihnen das, Melina. Melena. Babylon, the host is saying when he sees some Christian who are suffering from Muslims, he would step in and he would try to protect them. Yeah. But in discussions and like these things, we should bless them, you know. But as I said, every person is different. I am like you, Babylon. Nobody can humiliate me. I don't let it, but some Christians are other. Hey, I blessed him. I bless his mother, Iraqi way. Babylon hat gesagt, Melena, übersetzt noch einmal, noch etwas.
Letztens mal, ich sitze in U-Bahn mit meiner Frau und auf einmal kommt ein Araber, der war ziemlich dick, aber Moslem mit Kind. Moslem. Hallo? Warte. Und er hat gemerkt, weil ich habe ein Kreuz tätowiert, ja. Ich habe ein Kreuz tätowiert und er hat gemerkt, ich bin Christ. Und er hat gefordert, dass ich einen Platz mache, damit er mit seinem Kind daneben sich hinsetzt. Ich bin aufgestanden, weil ich ein höflicher Mensch bin. Ich müsste aufstehen und mich woanders hinsetzen. Aber weißt du, ich habe das aus Liebe gemacht. Aber ich verstehe, die fordern wirklich vieles, auch hier in Europa. Es ist wirklich so. Mentor, this is Iraqi way. I don't want to tell you about the Assyrian way. What I say now? Was ich jetzt gesagt habe, sag. Babylon, Mentor just wanted to share a story with you. Last week he was in the train station. He's sitting in the metro station. And there was no seat. And then is coming a Muslim and he saw the tattoo. Es war Sitzplatz, aber er wollte unbedingt meinen Platz, damit er mit seinem Kind neben ihm sitzt. Ich habe das verstanden, aber er hat doch woanders auch Platz gehabt. Er hat das schon gefordert, dieser Platz, weißt du, dass ich von da aufstehe, so. Mir ist es vorgekommen, weil ich auch das T-Shirt hatte mit Jesus. Ich weiß nicht, vielleicht lag es daran. There is coming a Muslim and Mentor was sitting on one seat and there was another seat free, but the Muslim just like it seems like he forced him to make the seat free for the Muslim and his child because he saw the cross on his T-shirt. And this is the way, the kind way of Mentor, the host. He's standing up and giving him the place to sit with his child. So this is the way the mentor is thinking. Even there was another place maybe or something, but the Muslim slightly forced him to. Yeah, habe ich gerade gesagt, there were another seats free, but maybe because he saw the mentor, the host sitting with a T-shirt with a cross on it, so he slightly forced him to make his place to demonstrate his Muslim power. You know what I mean? Ja, genau das wollten sie. Ja, genau so. Ja. Ja, das ist wirklich so. Die fordern das und ja wie gesagt. Ja. Für manche Menschen, die zu Jesus kommen, verstehe ich vollkommen. Aber manche, die wirklich dort in Islam bleiben und die sich nicht ändern wollen, haben sie leider Pech. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Denn die sind nicht umsonst in Europa und die können ja sehen überall Kirchen und die müssen sich mal fragen, was dieses Kreuz bedeutet. Ich weiß es nicht. Ich will keinen verurteilen, wie gesagt. I don't know, bro. Ganz kurz noch, Mentor. Babylon? Yes, sister. Jerry, can you please follow Jerry LoGross? He's a very good brother from us, and he has many lives. And he just wanted to ask you if you would come sometimes on his lives. It would be very interested. Yeah, no, we let sister. Shalom, Gottes Segen euch allen. Schwester Gül, was sagst du dazu? Sollen wir uns wehren oder was sollen wir machen? Ich habe nun verstanden, I don't know. Wait. Sollen wir uns wehren? Sollen wir gegen die Muslime uns, sollen wir aufstehen gegen sie, demonstrieren und sie, weißt du, was ich sagen will, sie halt attackieren? Also, nein, auf gar keinen Fall nicht. Man hört dich nicht, Schwester. Ich bin wieder in Dubai. Gül, es geht nicht um wehren, es geht um... Was? Ich habe vielleicht, dass die Christen auf die Straße gehen und sie fragen, was soll das überhaupt? Dass in anderen Ländern werden wir dort massakriert und hier werden wir von genannter Minderheit werden wir hier auch noch erniedrigt und angegriffen und fertig gemacht. Also ich bin der Meinung, ja, wir müssen nicht schießen, aber wir können den Mund stoppen, ja? Ja, wir dürfen uns wehren, ne? Also ich gebe wieder Luca auch recht, weil guck mal, was hier in Deutschland passiert, wie die sich alle hier verhalten, die ganzen Muslime. Die machen hier nur Randale, die terrorisieren hier alles, ne? Und dann, wir dürfen uns verteidigen, also das ist uns erstattet. Ja, dann organisieren wir eine Demo, oder? Aber was sagt der Herr? Ich finde das wichtiger. Wir lassen mal unser Fleisch weg, ich verstehe das. Ich werde auch manchmal wütend, ne? Da muss ich auch oft Buße tun, aber mir kommt immer der Vers
Seid still und ich kämpfe. Wie können wir kämpfen? Geh auf die Knie im Gebet, das sind unsere Kämpfe. Im Geistlichen können wir kämpfen. Also, ne, ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass wir fleischlich kämpfen sollen, sondern im Geistlichen. Ich erinnere euch alle. Hanna, bist du hier? Oder wird Gott uns das geben? Also wird Gott uns, also Jesus hat gesagt, wenn dazugekommen ist, wird Gott uns das geben, was wir sprechen sollen. Und wir müssen uns an die Obrigkeiten halten. Niemand ruft zur Gewalt, aber demonstrieren, zum Beispiel Lopez organisieren und so sagen, nein, wir werden euer Länder massakriert und ihr kommt hier und wollt weiter genau gleich machen wie in eure Länder. Ihr das verteilt stimmt. Hier Koran, wir dürfen dort nicht einmal ein Bibel verteilen in vielen Ländern. Richtig, genau. Wenn man viele Länder werden wie fertig gemacht. Richtig. Genau. Und das ist der Punkt, dass man vielleicht einmal den Mund aufmacht und sagt, ey, langsam ist genug. Ja. Weil es geht um Kinder. Es geht um Frauen. Wir Männer können wir uns vielleicht verteidigen, aber normalerweise kommen sie zu zweite, dritte mit einem Messer, mit einer Waffe. Sie kommen in der schlimmsten feige Art und Weise. Ja. Kinder oder? Werden vergewaltigt, missbraucht, zum Beispiel. Geköpft, ja? Alle werden gezwungen, dort den Islam anzunehmen. Wenn da ein Christ geht, mit Kreuz über Jesus erzählt, die werden getötet. Hier in Deutschland können die alles machen, was die wollen, das interessiert keinen. Das ist Paradies für den hier. Versteht ihr, was ich meine? Da gebe ich wieder Luca vollkommen recht halt. Ne? Also wir dürfen uns da nicht alles verbieten lassen. Ich halte meinen Mund nicht, ich sag schon mal, egal wer das ist, ich halte meinen Mund nicht und ich darf mich, ja, also, was soll ich sagen? Also, ich bin jetzt nicht so klar, meine Wörter, aber ich sage, ich darf mich verteidigen, okay? Ich halte meinen Mund nicht und das war's. Egal, wer was sagt, ich würde auch so machen, ja? Weil wir haben auch Familie, wir müssen uns beschützen und verteidigen und das war's. Wir können nicht sagen, hier, komm, töte mich. No go. Das war auch nicht meine Aussage. Also ich werde definitiv wie eine Löwin vor meine Kinder kommen, wenn einer uns angreift. Also das habe ich nicht damit gemeint. Aber es ist wichtig, im Gebet zu bleiben und auch für unsere Obrigkeit zu beten in dem Land, wo wir leben. Wir wissen, es sind ja nicht nur die Muslime. Es ist auch mittlerweile die Obrigkeit, die uns als Rassisten bezeichnen, weil wir nicht deren Ideologie nachgehen wollen. Also ich muss einfach sagen, damit eine Sache geklärt ist, hier werden auch viele Muslime angegriffen. Da müssen wir auch sehen, also ich bin kein Heuchler, was so Sachen angeht. Ich war Muslim, habe es selber erlebt. Aber es ist vielmehr das Gegenteil, dass wir Christen und andere von anderer Seite angegriffen werden. Darum, ich sage nochmal, es geht nicht um Gewalt, sondern wie man für die Obrigkeit beten soll, kann man die Obrigkeit auch Druck machen, damit sie was ändern, indem man eben demonstriert oder was macht, in Frieden. Es ist so, weil man muss auch nicht warten, bis sie angreifen. Absolut. Dann ist schon zu spät. Sie angreifen ist schon zu spät. Aber hier in Deutschland stimmt doch gar keiner auf. Die Muslime wollen ja keinen Frieden. Da steht ja in dem Koran, Juden und Christen sind Schweine. Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Das heißt, das ist ja denen verboten, weil Mohammed ja das genau dasselbe ja macht. Ne? Das heißt, auch wenn man jetzt irgendwie Frieden versucht zu schließen, deren Buch besagt ja, ne, dass da kein Frieden mehr herrschen kann. Ne? Die sind ja daran gezwungen, das ja zu machen. Ne? Weil der Prophet das ja auch gemacht hat. Ja, ich wollte nur sagen, weißt du, weil es gibt wirklich, wirklich viel Hass gegenüber den Muslimen. Also das kann ich auch nicht leugnen. In dem Sinn, es kommt von alles Mögliche. Und wie gesagt, also ich bin einfach der Meinung, niemand ruft zum Gewalt auf. Aber wir müssen einfach, also ist meine Meinung, also wir können etwas machen. Aber Bruderherz, wir haben doch schwer, wir Christen. Die Regierung hat das zugelassen. Die Regierung hat das mit Absicht gemacht, dass sie so viele Muslime zugelassen haben. Wir Christen sind, wir haben wirklich schwer, was wir da sind. Wir haben sehr schwer. Wir können nur Bruder, da ist es so.
Da ist es so. Aber eben. Gegen kämpfen. Das geht doch nicht. Nein, aber es geht nicht um Kämpfe mit Fäusten oder mit Waffe oder was auch immer. Was ist so? Nein, es ist jetzt so gesagt. Ja, ich weiß. Aber es geht einfach darum, weil, also wie gesagt, es werden auch Muslime hier in Europa angegriffen, ist Weißfeindseligkeit ist groß. Und ja, Ausländer generell, Bruder. Viele haben genau. Das ist nicht nur auf Muslime bezogen, sondern auch Ausländer halt. Ne? Wirklich, wenn aber das ist ja, das ist ich ja sage so, Thema, hör oder? Zu. Ich sage so, ich war Muslim, meine Frau hat Niqab getragen und vielmals hat man zu mir gesagt, Sache oder so meine Frau beleidigt, also meine Ex-Frau beleidigt und ich war ab und zu mit meinem Sohn unterwegs und ich weiß und ich sage in dem Sinn, es gibt wirklich, dass eine Frau hat ein Niqab, Kopftuch und die Leute sind sofort aggressiv. Und ich will sagen, ich bin Christ, ich sage so, aber ich war ein Muslim, darum muss ich auch die andere Seite auch was sagen. Es geht einfach darum, es sind viele gute Muslime, ich will auch nicht alle in den Topf werfen. Und es geht einfach darum, dass gewisse Gruppierungen, die Minderheiten sind, das Ganze hier verursacht. Und nicht die Mehrheit der Muslime, sondern es ist vielmals eine Minderheit. Oder? Und ich weiß, ich will auch nicht alles in den Topf werfen. Ich habe jetzt gesprochen über diese TikTok-Muslime, die hier sind, aber draußen sind auch andere Leute. Und darum sage ich, ich war Muslim, ich habe selbst erlebt mit meiner Ex-Frau, mit meinem Kind. Weißt du, dass Menschen kommen und sagen, diese Schlampe und bla bla und mich angreifen, beleidigen. Aber ich will sagen, in dem Sinn, es gibt viele gute Muslime, zum Beispiel, wir haben hier auch viele gute kennengelernt. Und ich weiß, ich will auch nicht alles in einen Topf werfen, oder? So, ich sage das, bevor man denkt, ich werfe alles in einen Topf und so. Es ist wirklich eine Minderheit, eine gewisse Gruppierungen, die vor allem hier, TikTok und überall anders auch sind, oder? Ja, ja genau. Das stimmt. Meine Meinung. Er handelt ihr Lieben, Gottes Segen. Darf ich mal auch ein bisschen was sagen, ihr Lieben? Gottes Segen, hallo. Ja, Gottes Segen euch alle. Hallo. Ja, ich habe die ganze Zeit euch verfolgt und ich habe alles mitbekommen, was ist hier passiert und vorhin auch mit Hamdi. Ich fand das zu schade, dass ich nicht gleich reinkommen konnte, wo Hamdi da war, weil ich kenne ja auch Hamdi, soweit ich gut kenne, weil der ist Tunesier und ich bin auch Tunesierin. Wir kommen auch aus demselben Land. Und ich bin Ex-Muslimin, meine ganze Familie, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, alle auch Ex-Muslims, meine Tanten auch, ja. Meine Onkels, die sind durch meinen Vater auch zum Christentum gekommen, Gott sei Dank. Und von daher kenne ich Hamdi, wie der ist, weil ich habe seine Livestreams die ganze Zeit fast, muss ich ehrlich sagen, so gestalkt und geguckt, was er so sagt und was er auch so an Dauer macht. Ne? Und letztens hat er so ein Video, also hat er einen Livestream mit dieser Bärtige, ich weiß nicht, wie der heißt, der war vorhin da auch dort bei euch, hat so Bilder von Priester, christliche Priestern und da hat angefangen richtig, richtig, aber schlecht über den Christentum zu reden und der andere hat angefangen zu spucken und zu fluchen, ne? Ja. Und ich sag ja die ganze Zeit, naja, ihr kommt ja mit dem Islam des Friedens und natürlich, und ihr sagt, kommt her und fordert uns und so weiter und so fort. Sobald aber ein Christ da reinkommt, zum Beispiel wie Dr. Sheikh, der war auch da und ich war auch Zeuge, und Dr. Sheikh wollte mal zu Wort kommen, vernünftig, ja, und hat nicht beleidigt, hat nicht angefangen zu beleidigen. Und sobald er angefangen, die Wahrheit zu sprechen, haben die ihn die ganze Zeit gestummt. Dass die Wahrheit nicht ans Licht rauskommen kann, das war deren Masche. Die sind Heuchler von Anfang an. Die wollen nicht, dass die Wahrheit rauskommt. Ich habe gesehen, wie die sind. Ja, die haben nur beleidigt und bespuckt.
Ich habe dem gepostet, also. Ich habe dieses Video gepostet. Ihr könnt ja bei mir auch schon mal sehen, was die gemacht haben mit dem Bruder. Wir haben gesehen. Also, ist alles ja. Schwarz und weiß. Also. Ja. Die haben ihn in die Enge sozusagen eingedrungen, also in die Enge geführt, dass der Dr. Sheikh nichts sagen konnte, haben ihn um die ganze Zeit, haben ihn dann nur gestummt und dann rausgekickt. Also wenn du eine Debatte vernünftig, du willst eine Debatte anfangen oder diskutieren über eine Sache, dann sei doch mal wie ein Mann und lass derjenige, der gegenüber auch sprechen kann und sich äußern kann, wie ein Mann. Aber wie vorhin, wer reingekommen hat, hat versucht, einfach vom Thema abzulenken, ja, und hat angefangen, okay, ihr habt beleidigt meine Mutter und so und so. Und ich habe auch verstanden, was er gesagt hat auf Tunesisch. Stimmt nicht alles, was er gesagt hat. Deswegen, ich wünschte vorhin, dass ich reingekommen bin, dass ich ihn auch klar gesagt und deutlich auf Tunesisch mit ihm geredet, auf Augenhöhe auf Tunesisch, dass er der größte Heuchler ist, den ich je gekannt habe in meinem Leben. Und er weiß das. Wenn er jetzt in Tunesien geht, in sein Land, der wird seinen Mund nicht aufmachen. Die werden ihn dort wirklich seinen Mund tot machen. Er hat dort keine, wie soll ich sagen, er hat dort kein, der ist nicht wichtig dort in Tunesien. Der ist gar nicht wichtig. Er tut hier sozusagen wichtig tun, ne? Aber der ist dort, die geben ihm gar keine Aufmerksamkeit dort in Tunesien. Glaub, er hat Glück, dass er hier in Deutschland lebt und kann seinen Mund aufmachen, aber dort nicht. Sag ich euch, ich kann euch das wirklich garantieren, dass es nicht so der Fall ist. Versteht ihr, was ich meine, ihr Lieben? Das ist, also im Islam, man darf lügen. Das ist erlaubt. Und in dem Sinne, er macht das auch natürlich, weil es ist ihn das auch berechtigt, das zu machen. Versteht ihr? Und ich sehe in seinen Streams, dass er lügt. Aber Schwesterherz, es ist. Und ich denke die ganze Zeit, wenn du ein Mann bist, dann rede mit mir. Dann reden wir auf Augenhöhe, auf Tunesisch, miteinander. Dann gucken wir jetzt alles raus vom Koran. Und wenn du sagst, das stimmt nicht auf Arabisch, dann sage ich dir gleich auf die Stelle, ob das stimmt oder nicht. Kann ich dir sagen. Aber der, was macht er? Der debattiert mit Menschen, die kein Arabisch können. Und er versucht sie zu verarschen, sozusagen. Entschuldigung für das Wort. Aber es ist ja so, wir wissen ja, wen sie dienen und sie dienen ja nicht den wahrhaftigen Gott und es ist normal, dass sie lügen dürfen. Es ist ja normal, sie haben mit dem Vater der Lüge zu tun. Es ist ja ganz logisch. Aber ja, wie gesagt, weil sie behaupten, Löwen zu sein und da hast du vollkommen recht, weil sie behaupten, immer Männer zu sein und in der Hinsicht hast du recht, Schwesterherz, ja. Aber genau so ist es, ja. Kann mir jemand sagen, was ist passiert? Ich habe das verpasst dann, dass der Hamdi hier war. Der war ein paar Mal hier. Also heute war interessant, aber da Babylon, der kann Arabisch und die haben sich ein bisschen beschimpft und hin und her und was weiß ich. Okay. Also wie gesagt, also Hamdi kenne ich auch sehr gut und manchmal, da, wenn er auf Tunesisch redet, auf Arabisch, ich verstehe schon alles, was er sagt. Aber der hat wirklich echt Glück, weil ich manchmal nicht dabei bin. Und da konnte ich ihn wirklich gleich auf die Rede, sozusagen zur Rede stellen. Weil er versucht ja die Menschen hier wirklich sozusagen zu veräppeln und er denkt, die Menschen, die haben hier gar keine Ahnung oder es gibt keine Araber hier oder es gibt kein Tunesier, aber doch, da sind hier Christen, die auch Araber sind und Tunesier sind und ich bin auch einer davon. Ich bin stolz, Christ zu sein, also nicht stolz, sehr dankbar, dass ich Christ zu sein, dass ich Christus also kennengelernt habe und Christus angenommen habe in mein Leben und konnte ich ihn bestimmt auch sagen, wieso bin ich Ex-Muslim geworden. Ich wollte ihm das auch mal zu sagen, so klipp und klar das gleich sagen auf die Stelle. Da kann ich dir sagen, warum bin ich aus dem Islam ausgetreten? Wegen das und das und das und das. Was hast du jetzt zu sagen? Aber wie gesagt, er kann, ich sag euch, also verschwindet gar keine Kraft und weil es nützt nichts, weil wie Jesus gesagt hat, wenn du zu einer Stadt gegangen bist und hast du versucht über zum Beispiel versucht das Wort Gottes zu sagen oder zu predigen und die haben das nicht akzeptieren wollen, dann geh einfach raus von dieser Stadt und einfach
Mach den Staub einfach weg von deiner Kleidung und von deinen Füßen. So ist das. Ihr müsst nicht großartig mit diesen Menschen debattieren, weil die sind schon von Anfang an vom Teufel gesteuert, damit sie uns bekämpfen, wir Christen. Ja, du hast vollkommen recht. Und ich würde jetzt das Wort Bruder Harut geben, ob das überhaupt einen Sinn macht, mit denen überhaupt eine Debatte zu starten, weil die werden nie, glaube ich, Jesus annehmen, weißt du, was ich meine? Weil die kennen ja laut denen die Bibel. Die werden wirklich, glaube ich, auch so sterben, Bruder Harut. Ich weiß nicht. Was sagst du? Es sind Leute, die werden so bleiben und sterben, mein Bruder. Du hast es jetzt gerade verstanden. Ja. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, warum unsere Geschwister einfach dahin geht und redet. Also ich weiß es nicht. Also ich nehme meine heilige Terlik und lasse Harut. Also ich sag mal so, es gibt immer eine Chance. Weil bei Paulus war das genauso, ne? Paulus, wie ist der zu Paulus geworden? Als Mörder, beziehungsweise als jemand, der die Christen gejagt hat sogar. Das war noch viel schlimmer, was er gemacht hat, als jetzt, sage ich, jemand, der die ganze Zeit hier auf TikTok ein paar Leute beleidigt oder Sachen, Informationen falsch auslegt. Es gibt immer eine Chance, denke ich, aber natürlich, die meisten werden so sterben. Und leider in den Feuersee gehen. Und wenn der Herr aber jetzt kommt, gibt es immer noch eine Möglichkeit, das wissen ja die meisten, das haben wir schon mal gesagt, dass die dann das Mahlzeichen nicht annehmen und dann als Märtyrer sterben müssen. Ja, das gibt's auch noch, diesen Weg. Aber wahrscheinlich werden auch die meisten dann Angst bekommen und das Mahlzeichen annehmen. Aber ich für mich hab bis jetzt, also ich hatte gestern mit denen sehr gutes Gespräch, 3-4 Stunden sogar, ohne Beleidigung. Also man kann auch mit denen gut reden, wenn man weiß wie, wenn man vom Geiste geführt ist. Und solange das Gespräch gut ist, man die Erklärungen von beiden Seiten akzeptiert, finde ich gut, weil kann man mal machen. Auf der anderen Seite ist immer jemand dabei bei den Zuschauern, der sich dann irgendwann denkt, boah, guck mal jetzt, irgendwann, ich muss mir eine Entscheidung treffen. Oder, aber Bruder Harut, ich bin ganz deiner Meinung. Aber wenn du zum Beispiel, du hast mehrmals die Botschaft des Lebens schon mehrmals gesagt und erwähnt und hast versucht zu erklären. Aber wenn die das nicht akzeptieren wollen, na, dann hast du schon quasi vor Jesus hast du schon deine Aufgabe gemacht, getan. Dann gehst du zu den anderen, zu den Nächsten, weil viele andere Leben warten schon auf uns. Verstehst du, was ich meine? Dass wir nicht die ganze Kraft verschwinden für diese Menschen, die einfach nicht akzeptieren wollen, ja, oder akzeptieren möchten, dass Jesus zum Beispiel Gott ist oder dass der Koran nicht von Gott kommt. Also das bringt nichts mehr, dann deine Kraft zu verschwinden. Weißt du, ich meine, die sind schon von Anfang an überzeugt, dass es einfach nicht geht. Ja, gut. Ich habe das auch vorhin gesagt. Ich hatte das wieder gesagt. Ist seit einem Jahr unterwegs. Warte mal kurz. wenn wir so denken, dann müssen wir alle unseren TikTok deinstallieren. Ist einfach so. Weil jeder auf TikTok, die 95% der Leute sind eh immer dieselben, egal bei wem, ob das jetzt Islamaufklärung ist oder ob das Predigen ist. Immer täglich kommen vielleicht 5% neue dazu. Wenn wir so denken, dann können wir alle deinstallieren, dann bestellen wir alle Bibeln, fahren nach Saudi-Arabien, verteilen in Mekka Traktate und kommen alle in Gefängnis und sterben. Darum geht es gar nicht. Ja, bei ihm sowieso. Aber mir geht es um die Zuschauer. Es kommen Leute, die Atheisten sind und Muslime sind und irgendwann die merken, boah, guck mal, bei dem ist wirklich irgendetwas anders als bei denen.
Natürlich, ja, genau. Da und das meine ich. An, diese ne? Atheisten, diese anderen Menschen, die brauchen auch uns. Natürlich brauchen uns, weil wir sind das der Werk Gottes. Und Jesus, er braucht uns, wir sind seine Werke, um das Wort Gottes weiterzugeben. Genau so ist es. Ich meine jetzt besonders Hamdi, dass man die ganze Kraft jetzt verschwinden für Hamdi, finde ich ein bisschen halt schade, weil ich möchte andere Geschwister noch erreichen. Genau. Das meine ich. Genau. Darum geht es ja auch. Das habe ich auch vorhin gesagt. Ich habe gesagt, wieder Luca ist jetzt, seit einem Jahr kenne ich ihn. Das waren auch noch andere, Jerry. Es sind jeden Tag stundenweise bis in die frühen Stunden mit Hamdi debattiert, mit AA, mit Rehan, mit so viel. Die haben das Wort Gottes schon so oft jetzt gehört. Ja, und irgendwann ist auch mal gut. Ja, weil ja, es kommen immer wieder die gleichen Fragen. Es geht darum, hier auf TikTok, warum sollen wir das schließen? Es geht darum, wir lesen aus dem Wort Gottes, kommen Muslime dazu und stellen normale Fragen. Dann kann man die ja mal beantworten. Es ist ja kein Ding. Wir sollen ja das Wort Gottes verbreiten, aber nicht immer mit den gleichen Personen in ein Gespräch gehen, sich so oder so dann darüber lustig machen und sich denken, ja, guck dir mal den Esel an. Letztendlich ist es egal, was er denkt, aber ey, wie die Schwester gesagt hat, schüttel den Staub von deinen Füßen, geh weiter. Hört auf, diese Perle vor die Säule zu werfen. Das habe ich gemeint, genau. Es sind so viele Lebens warten schon auf uns. Also wirklich so viele Die drehen sich die ganze Zeit und es hört da nicht auf. Die drehen sich die ganze Zeit am Hamsterrad. Ne? Da sage ich auch immer, lasst das lieber sein. Ihr habt die Botschaft jetzt verkündet, jeder hat es mitgehört. Ja. Und dann könnt ihr auch damit abschließen, weil die werden sowieso das nicht akzeptieren. Die haben ja den Geist des Antichristen. Und wir können die auch nicht überzeugen. Das kann nur der Heilige Geist machen und der Vater. Wir können da nichts machen. Und wie oft wollen wir noch Stunden mit denen verbringen? Wir können nur für die beten. Das können wir für die tun. Und wenn die Debatte wollen, mit uns zu sprechen, die sollen zu uns kommen und sprechen. Das war's. Ja. Also wir müssen nicht. Ich habe kein Mitleid mehr. Also sage ich ehrlich. Genau. Also ich habe das nicht mehr. Wenn die ein Problem haben damit, wenn die diskutieren wollen, wenn die reden wollen, bitteschön, wir sind offen für ihr alles. Aber die sollen zu uns kommen. Richtig, ja klar, wir lassen die auch aussprechen. Ne? Die stummen ja direkt alles. Ich kann dich davor kaum verstehen, Schwester. Ne? Also sehe ich genauso. Gottes reichen Segen. Gottes Segen, Sheikh. Gottes Segen, ihr Lieben. Gottes Segen, Dr. Buschenk. Gottes Segen. Wie geht's euch? Oh, Debatte. Worum geht's, wenn ich fragen darf? Diese Monafix. Diese Monafix. Haha, Borschel, wie geht's? Gut, Bruder, wie geht's dir? Auch mir geht's gut, Kollege. Freut mich, Bruder. Hast du Bohrmaschine bei dir? Auch Bohrmaschine, immer bei mir, habe ich Bohrmaschine. Warum du hast so komische Namen, ja? Was komische Name? Du musst dich anders benennen, ja. Nein, Bruder, mein Name ist Abu Shanks. Okay, Bruder. Habibi. Habibi, ich küsse dein Herz. Gottes Segen. Gottes Segen an dich, Harut. Gottes Segen, Bruder. Okay, dann könnt ihr ruhig weiterreden. Ich stürme mich dann. Okay. Also, wie ich gesagt habe, wenn die wollen. Ich weiß nicht, wer das ist. Der ist die ganze Zeit Anfrage. Aber Shanks, kannst du, ich hol die wieder hoch dann, ja? Warte, ich geh runter schon, Moment. Kein Problem. Kein Problem, wie du willst, Schwester. Kein Problem, ich geh dann runter. Ich hol die wieder hoch, aber Shanks. Es gibt ja noch einen Platz. Okay. Hallo, bitte, du rauschst. Hallo. 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 Hallo, danke. Du rauschen. Ja, der ist draußen. Ja, warte kurz. Ist besser? Entschuldigung. Ja, bitte. Gottes Segen erstens einmal. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich lese ein bisschen, habe ein bisschen Bibel gelesen, aber eher objektiv. Aber ich würde mich eher als Agnostiker bezeichnen und vielleicht sogar ein Hauch Atheist. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt begonnen, die Bibel zu lesen und möchte auch später noch den Koran lesen. Und ich wollte euch eine Frage stellen. Und die ist eigentlich,
Inwiefern ist das Alte Testament wichtig für Christen? Ist es überhaupt? Ich habe irgendwie das nicht so ganz verstanden. Auf der einen Seite ist es ja wie das die Vorgeschichte, aber irgendwie habe ich auch mitbekommen, dass für gewisse Christen oder irgendwie das nicht ganz so gilt. Altes Testament ist ja für die Juden gewesen. Das ist ja genau die Vorgeschichte, die Tora. Und das Zweite Testament ist, da, ist das, was Jesus quasi für uns getan hat, die frohe Botschaft quasi mitgeteilt hat, die Nächstenliebe. Also, ne? Und daran müssen wir uns orientieren halt, weil die Menschen sind nicht mehr im Gesetz, sondern die sind jetzt in der Gnade. Ne? Und das heißt, wir sind nicht an Gesetze gebunden. Das war ja für die Juden ja gedacht und die konnten sich ja nicht dran halten. Ne? Ach so, also das heißt, eben beispielsweise, Sie sagen ja, eben es ist die Männer sollen sich beschneiden lassen. Im Ersten Testament. Ja, das hat ja Jesus alles aufgehoben. Das heißt, wir orientieren uns eigentlich nur im Zweiten Testament. Die Vorgeschichte ist zwar auch wichtig, aber wir müssen auch daran dann erkennen, was für Veränderungen stattgefunden hat, die durch Jesus quasi. Okay, also sozusagen, ja, die Geschichte selber ist bleibt gesamte gültig, aber nicht die Gesetze. Die gesamte Bibel ist gleichwertig, alt und neu. Es ist alles gleichwertig. Es ist einfach so, dass das Neue Testament, das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten. Jesus sagt ja, liebe dein Nächsten wie dich selbst, liebe Gott mit ganzer Kraft, ganzer Seele. Das ist das gesamte Gesetz und die Propheten. Oder in dem zwei erfüllst du das gesamte Gesetz und die Propheten. Wir leben im neuen Bund. Und also in dem Sinne, es ist nicht, also ein Christ kann eigentlich nicht sagen, Alte Testament egal. Und wir nehmen jetzt nur das Neue, weil wir forschen im Alten und erkennen im Neuen. Verstehst du? Zum Beispiel das Alte Testament ist für uns Christen ein Spiegel. Oder? Mhm. Und es heißt okay. Ja, dass Gott die Tora in unsere Herzen und in unsere Kopf schreiben wird und uns ein fleischendes Herz geben wird. Somit ist eben das Neue Testament die Erfüllung des Alten und der nicht die Widerlegung oder Auserlegung des Alten. Oder mit Jesus Christus, den alles in Erfüllung gegangen ist, sehen wir dann neue. Oder aber das, die gesamte Bibel ist gleichwertig. Oder? Aber die Gesetze gilt für uns Christen nicht, weil Jesus das alles erfüllt hat. Wir leben nicht mehr im alten Bund, sondern wir leben im neuen Bund. Richtig, genau. Okay. Das ist einleuchtend. Danke vielmals. Und, aber schlussendlich gibt es auch im Christentum mega viele verschiedene, ja, wie soll ich sagen, Unterglaubensrichtungen, wo dann doch gewisse Details, sage ich jetzt mal, anders interpretiert werden oder die Geschichte wird anders weitererzählt. Wie seht ihr das so? Also ja, es ist eigentlich so, dass Zeuge Jehovas sehen, sie haben die Bibel verfälscht. Dann die Mormonen, das sind ganz was anderes. Und dann gibt es zum Beispiel die Orthodoxe, Katholiken, Evangelikalen. Alle glauben an Vater, Sohn, Heiliger Geist, die Trinität. Alle glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, auferstanden nach 3 Tagen. Und es sind einfach verschiedene Sachen, die eben einander ausmachen. Zum Beispiel, die einen machen Fürbitte für Maria, die anderen machen das nicht. Und es liegt dann an jedem von uns, die Bibel zu forschen, um die Wahrheit zu erkennen. Oder weil zum Beispiel ich sage Sola Scriptura, ein anderer sagt, nein, er nimmt die Kirchenväter, ein anderer sagt wiederum, nein, Papst nicht. Und dann darum ich sage, in dem Sinne, ich respektiere alles, ob er Katholik oder Orthodoxe ist oder was auch immer. Aber es liegt dann an dir, oder zu forschen, was steht in der Schrift und in der Lehre der Apostel zu bleiben, weil es gibt auch Unitarier, die sagen, Jesus Christus ist nicht Gott. Dann gibt es Autoren Christen, die sagen, Jesus Christus ist nur ein kleiner Gott. Und da wäre dann für mich ganz klar,
nicht biblisch, also für mich. Oder weil die Bibel sagt nicht, dass Jesus Christus ein kleiner Gott ist, sondern dass er Gott selbst ist. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber ich empfehle dich, mein Bruder, in dem Sinn, wenn du dich mit der Bibel befassen tust, dass du prüfen tust, dass du zu Gott betest tust, dass er dich die Wahrheit, zu der Wahrheit leiten tut, dass du verschiedene Argumente zuhörst, zum Beispiel die Kritiken, die Orthodoxen, was sagen dann die also Freikirchler oder zum Beispiel ich bin ein konfessionsloser Christ, also man sagt Freikirchler, wo ist der Unterschied, oder, und dann zu erkennen, oder, was sagt der Geist Gottes zu dir in deinem Herz, oder? Ja, das ist so, ja. Und danke vielmals nochmals. Und was ich so vielleicht kritisieren würde, mehr halt von der Kultur ist, ja, eben beispielsweise Papst, das wäre jetzt das Einzige, was ich so leicht kritisieren würde, im Sinne von, ja, er sagt, spendet Geld, aber trägt gleichzeitig irgendwie einen Hut, der 100.000 Euro kostet. Ja, eben, da wir sind alle mit Fehler behaftet, aber in dem Sinne, mit über Papst zu sprechen, bedeutet gleichzeitig, dass die Katholiken sich angegriffen fühlen. Über Priester zu reden, fühlen sich dann die Orthodoxe angegriffen. Und eben, es geht so weiter und so fort. Oder? Ja. Darum, wenn ich dich wäre, wie gesagt, ich würde einfach forschen und eine Gemeinde finden, dann, wo du vielleicht gehen kannst und eine Frage stellen kannst. So wenig kann, antworte ich natürlich immer. Aber ja, also eben. Lass dich vom Heiligen Geist führen, weißt du, bete, ja, lies die Schrift und genau wie der Loke gesagt hat, such dir eine Gemeinde, ja, und orientiere dich erstmal so danach, so, weißt du, nicht so Konfession, das und jenes, sondern was die Schrift besagt quasi, ja, und genau, und lass dich vom Heiligen Geist leiten am besten, ja. Okay. Das kann ich dir nur empfehlen. Ja, ich danke euch vielmals. Das war sehr aufschlüssig. Eben, ich weiß, eher objektiv. Ich lese halt, das wird eher objektiv. Okay, ich verabschiede mich. Meine Geschwister, habt einen gesegneten Abend. Und wir hören uns noch. Sehr gut an deinen Mann. Tschüss. Richtig aus, Shalom. Danke für alles. Wieso sagt sie jetzt Shalom? Ist so eine Art Abschiedung. Verabschiedung. Das bedeutet Frieden. Shalom Aleichem, Friede sei mit dir. Und sagen das die Christen auch? Es ist einfach Hebräisch. Man kann auch sagen, einfach Friede sei mit dir. Genau. Aber ich sage gern Shalom. Shalom Aleichem, sage ich gerne. Das ist Hebräisch, so haben die auch früher gesprochen. Als Begrüßung. Okay. Ja, ich verabschiede mich dann auch. Ich danke, dass ich hier mit sein durfte, Mentor, wieder Luca. Keine Ursache, Gottes Segen. Der segne euch reichlich. Gottes Segen. Ja, und macht weiter so. Klärt das auf, damit die Menschen verstehen, was die Wahrheit hier ist. Und die Wahrheit ist der Herr Jesus Christus. In Jesus Namen. Amen. Amen. Halleluja. Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Gottes Segen, Bruder. Wie ich es raushöre, ist der du bist aus Schweiz, oder? Ja, voll. Bist du Schweizer, oder? Zur Hälfte. Zur Hälfte. Ich kenne eine Gemeinde in der Schweiz, da könntest du hingehen. Wenn du willst, schreib mir privat und wenn du Interesse hast, eine wahrhaftige, bibeltreue Gemeinde, dann kann ich dich da früher so rausziehen. Okay. Ich weiß nicht, soweit. So. So rausziehen, was machst du im Hintergrund? Ja, genau, danke. Wie gesagt, du kannst mir privat schreiben oder kannst auch, wie der Luca, kann er dir auch schreiben privat, oder?
Aber egal, du kann mich schreiben. Also ja, oder schreib den Bruder wieder locker. Oder mir, wenn du Interesse hast nach Gott, würde mich sehr freuen, denn Jesus liebt dich über alles. Und ja, wir können dich da weiter vermitteln, wenn du willst. Wenn du dir das anschauen willst, ja. Okay, cool. Danke vielmals. Bitte, Gottes Segen, Bruder Herz. Gottes Segen. Möge Jesus dich retten, dich und deine Familie. Naja. Okay, liebe Geschwister, wollen wir noch weiter live sein? Where are you, bro? Bro, wo bist du? You are here, or? Ich sehe doch sein Bild nicht mehr. I don't see your photo. Where are you? Wo ist der Bruder? Ich sehe das Foto nicht. Irgendwie spinnt jetzt alles. Ja. Hört sie mich überhaupt noch? Aber ich sehe Babylon nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, von wo er redet. Ja, redet er schon. Aber ja, er ist noch da. Where are you, bro? Bro, we don't see your photo. Where are you, man? Wie geht das? Wo ist der Bruder, ja? Bro, what do you do? You do magic or what? Bro, hey, wie geht das, Leute, dass er noch spricht, ja? Bro, we don't see you. Where are you? Ich sehe doch sein Foto nicht, hey. Verbindung schlecht. Wieder locker, Bruder, hörst du mich? Ja, ich höre dich, ne? Ja, von wo spricht der, Bruder? Bruder, keine Ahnung, Bruder. Wie das geht das? Ich frage mich doch. Wollt ihr noch drauf bleiben oder was? Weil ich bin von Arbeit gekommen, ich muss duschen und so und dann auch schlafen, wenn ich arbeite. Geh duschen. Soll ich offen lassen live oder macht irgendwer andere einen Live? Bruder, besser nicht. Sonst durch abbrechen und wenn jemand will, macht er schon einen Live auf. Okay, in dem Segen wird schon was gemacht. Keine okay. Sorge. Okay, Gottes Segen an alle und es war wieder spannend. Gottes Segen, mein Bruder, dir und deine Familie. Shalom Aleichem, alle zusammen, Babylon, Gottes Segen, Shalom. Gottes Segen an alle, okay. Bis nächstes Mal. Dode.